Dann auch nochmal herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Katja Müller. Ich bin Referentin für Bildung der Linksfraktion und habe jetzt die Aufgabe oder darf die erste Runde einleiten. Unsere Gäste sind Tom Erdmann, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Berlin. Genau, Tom winkt schon. Und Hannes Bülow als Vertreter des Bündnisses Schule muss anders oder der Initiative Schule muss anders und Lehrer an der Johanna-Eck-Schule in Tempelhof-Schöneberg. Herzlich willkommen euch beiden. Genau, also zum Ablauf haben wir gerade schon gesagt, ihr habt beide die Möglichkeit, erstmal 5 Minuten in dem Input so ein bisschen eure eigenen Schwerpunkte zu setzen und wir würden danach nochmal ein bisschen in den Austausch gehen. Ja, ich würde anfangen mit dir, Tom. Welche Erwartungshaltung hast du denn, welche Erwartungshaltung habt ihr als GEW denn an den neuen Senat, vor allen Dingen, wenn ihr euch diesen eigentlich ja vergleichsweise kurzen Abschnitt im Chorvertrag zu Personalthemen anschaut? Da finden sich dann so Sätze wie, die Koalition prüft Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Entlastung des pädagogischen Personals. Dass Verbesserungen von Arbeitsbedingungen nur geprüft werden, stößt bei euch als Gewerkschaft vermutlich nicht unbedingt auf Begeisterung. Auch sonst wird in dem Abschnitt sehr viel geprüft, evaluiert, angestrebt. Ja, was sagst du? Wie geht ihr in die nächsten 3 Jahre? Ja, du hast ja schon gesagt, also hallo erstmal. Du hast ja schon gesagt, Katja, die ganzen Prüfaufträge, da kennen wir ja auch aus vergangenen Zeiten, das mit Prüfen. In der Regel, da ist nicht viel zu erwarten. Prüfen heißt ja auch, man guckt hin und sagt, es geht alles nicht. Und die Wahlprogramme der beiden Parteien, die da jetzt die Regierung stellen, die haben ja eigentlich noch eine ganz andere Sprache gesprochen. Also Stichwort, eigentlich wollten beide Parteien auch kleinere Klassen. Das ist ja auch das Thema, womit wir dann regelmäßig unsere Lehrkräfte zum Streik aufrufen. Und letzten Endes war es dann aber die Linke als einzige Partei, die vor dem Wahlkampf und auch nach der Wahl jetzt halt in der Oppositionsrolle das Vorhaben auch unterstützt hat. Ich war letztens vor anderthalb Wochen, vor 2 Wochen im Bildungsausschuss und habe dann auch ein bisschen was zu der Lehrkräfte- oder Personalsituation gesagt. Das kann ich jetzt hier nochmal so ein bisschen aufdröseln. Also der Lehrkräftebedarf ist nochmal massiv gestiegen. Also innerhalb eines Jahres hat man festgestellt, dass im Zeitraum 2023 bis 2029 erst nur 29.000 Stellen besetzt werden, also neu besetzt werden müssen. Und jetzt ein Jahr später sind aus den 29.000 notwendigen Stellen in dem Zeitraum 38.000 geworden. Das heißt, innerhalb von einem Jahr ist der Bedarf für diesen Zeitraum um 9.000 gestiegen. Aktuell haben wir gut 1.500 nicht besetzte Stellen, also wirklich, also ich weiß nicht, die von euch, die da älter und länger im Geschäft sind, ob es jemals so eine Mangelsituation gab, ich glaube nicht. Und dieses Fehl wird auch nochmal auf 2.500 steigen, dann im Schuljahr 29, 30, also wirklich Personen, die nicht auf Stellen gesetzt werden können. Wir reden noch nicht von ausgebildeten Lehrkräften. Und jedes Jahr braucht man also 5.400 Vollzeitlehrkräfte. Also ich sage mal, da werden 7.000 Einstellungen notwendig sein. Aktuell ist es auch so, dass von den eingestellten Lehrkräften nur ein Drittel überhaupt eine abgeschlossene Lehramtsausbildung haben. Der größte Teil sind Quer- und SeiteneinsteigerInnen. Vielleicht nochmal zur fachlichen Abgrenzung. Im Quereinstieg ist man, wenn man mindestens ein Fach der Berliner Schule studiert hat und das zweite Fach danach studiert oder wenn man 2 Fächer hat, dann kann man gleich das berufsbegleitende Referendariat machen. SeiteneinsteigerInnen sind die, die gar kein Fach der Berliner Schule studiert haben, aber auch keinen Weg in diesen Quereinstieg finden. Der ist nicht aufgezeigt. Und angesichts dessen, dass das die größte Gruppe ist, derer, die jetzt eingestellt werden, also wirklich die Seiteneinsteiger, die kein Fach der Berliner Schule studiert haben, die größte Gruppe, muss der Senat hier schnellstmöglich Wege aufzeigen, wie die in das Lehramt überführt werden können, damit die also auch nicht so die Billiglehrkräfte sind, weil die werden natürlich auch deutlich schlechter bezahlt als ausgebildete Lehrkräfte. Ja, was gibt es für Ursachen und wie kann man das angehen? Also klar, die Ursache ist simpel. Berlin bildet einfach zu wenig aus, genauso wie alle anderen Bundesländer auch. Aber momentan sind auch diejenigen, also die Zahl derer, die sich für das Lehramtsstudium überhaupt bewerben, auch nochmal rückläufig gewesen. Also eine Zeit lang hatten wir immer noch kritisiert, dass man den Menschen, die sich den Beruf vorstellen können, dass man denen gefälligst auch einen Studienplatz dann anbieten muss. Aber inzwischen gibt es auch deutlich weniger Bewerbungen für das Lehramtsstudium. Und alles, was so an Gewinnungseffekte oder Klebeeffekte durch die Verbeamtung angedacht war,
tritt nicht ein. Also durch Verbeamtung gibt es nicht jetzt plötzlich mehr Lehrkräfte. Und im Gegenteil, die Linke hat jetzt auch eine kleine Anfrage beantwortet bekommen, wonach die Zahl der Kündigungen Jahr für Jahr auch noch gestiegen sind. Also aktuell in diesem Schuljahr, glaube ich, 900, also fast 1000 Kündigungen allein in diesem Schuljahr, 100 mehr als im letzten Jahr und 100 mehr als im Vorjahr. So, was kann man vielleicht, was sollte man auch noch tun? Vielleicht da nochmal einen Abriss. Also in den Hochschulverträgen, die jetzt irgendwie scheinbar hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, müssen mehr Ausbildungsplätze in den Unis für Lehramt geschaffen werden. 3.000 ist so die Zielzahl, die wir sagen. Der Senat sagt noch 2.500. Wir hatten gestern die Wissenschaftssenatorin zum Antrittsbesuch. Die sagte, also sie sieht auch nicht, dass die 2.500 jetzt im Laufe dieser Wahlperiode auch noch annähernd erreicht werden. Aber die Unis müssen halt entsprechend auch mehr Geld bekommen, damit sie überhaupt in die Chance kommen, das auszubilden. Und als ein Nadelöhr, um Lehrkräfte schneller zu bekommen, hat sich das Praxissemester herausgestellt. Das ist eigentlich ein gutes Konzept, das Praxissemester. Aber das ist so eng getaktet, dass die Studierenden praktisch keine Zeit haben, nebenbei irgendwo noch zu arbeiten. Und Studierende in Berlin müssen praktisch arbeiten. Das führt kaum einen Weg dran vorbei. Und die schieben das immer weiter heraus. Und deswegen sagen wir, also es muss auch möglich sein, hier, dass man hier ein Stipendium den Leuten zahlt, die das Lehramt studieren wollen und dann im Praxissemester irgendwie da das Nadelöhr sehen. Also da sagen wir ein Stipendium von 500 € im Monat. Und das müsste auch für das gesamte Masterstudium möglich sein. Da heißt auch aus der Wissenschaftsverwaltung, die haben das Geld nicht dafür, aber das ja, muss man irgendwie finden. Ich würde vielleicht an der Stelle, meine 5 Minuten dürfen durch sein, aber ich könnte noch was ergänzen, aber will jetzt hier Hannes nicht alles wegerzählen. Du hättest uns noch 1 Minute, um wirklich was zum Chorvertrag zu sagen, aber so kannst du das im Nachgang machen. Ja. Mach erstmal Hannes, bitte. Danke, Tom. Okay. Können mich alle gut hören? Genau, perfekt. Das ist sehr gut zu verstehen. Super. Und es würde natürlich interessieren, wie ihr als Schule muss anders den schwarz-roten Chorvertrag bewertet. Vor allen Dingen eben auch vor dem Hintergrund der Situation, die Tom jetzt gerade ausführlich schon beschrieben hat, ne? Also dem dramatischen Mangel an Lehrkräften an den Schulen und dem, was das für den schulischen Alltag bedeutet. Ja, erstmal einen schönen guten Abend an alle. Ich nehme diesen Vertrag tatsächlich aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven wahr. Natürlich über Schule muss anders, da gucken wir natürlich immer ganz genau drauf, werden irgendwie unsere Forderungen so ein bisschen abgebildet, also dass wir ähnlich wie auch von der GEW mehr Zeit für den einzelnen Schüler und die Schülerin bekommen, also auch für die Beziehungsarbeit. Sollen es multiprofessionelle Teams an den Schulen werden, generell mehr Personal, dazu hat ja auch Tom auch schon was gesagt, und natürlich ist die soziale Teilhabe und Inklusion gewährleistet oder soll verstärkt werden. Das ist die eine Seite. Dann gucke ich natürlich aber auch ganz praktisch von meinem Arbeitsplatz da drauf. Und damit möchte ich erstmal anfangen, denn das ist sehr spannend. Wir haben alle sehr dolle drauf geschaut. Also das ganze Kollegium auch über den Koalitionsvertrag auch gequatscht. Das macht man ja eigentlich auch nicht so alle Tage. Und waren doch alle doch ein bisschen irritiert. Ich meine, dass man jetzt keine reformatorischen Wundersprünge mit Schwarz-Rot zu erwarten hat, war klar. Aber wie der Ton doch war, das hat uns ein bisschen irritiert, wenn man sich den Bildungsteil anguckt. Es ist halt einfach, das klingt so ein bisschen, man ist sich dem Ernst der Lage vielleicht gar nicht so bewusst, so wirkt es ein bisschen. Also man fängt halt so mit diesen Standardsachen an. Ja, wir wollen die Schulen ausbauen, sollen da schneller gebaut werden. Es soll das Breitband für die Schulen ausgebaut werden und die Lehrkräfteunterrichtsdatenbank soll erweitert werden. Zu der großen Lehrermangelsituation, die ja eigentlich gerade hier voll den Teufelskreis langsam bildet, steht der wunderschöne Satz, die Lehrkräfteausstattung an Berliner Schulen ist eine zentrale Aufgabe. Ja, und so ließ sich das dann wunderschön weiter, so nonchalant. Man merkt so 2 Ziele. Zum einen soll halt durch die Aufstockung der Ausbildung halt soll weiteres Personal herangezogen werden. Da gibt es ein paar gute Ansätze, wie wir finden. Ne? Einfachlehrkräfte oder diese Anerkennung, die verschnellerte Anerkennung der ausländischen Abschlüsse, das ist was wir begrüßen. Ja? Also wir freuen uns immer über mehr Kolleginnen und Kollegen, auf jeden Fall. Und dann aber wabert da auch immer wieder rum so diese Idee, hey, aus dem Bestandspersonal wollen wir noch mehr Stunden rausholen.
Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, da würde ich gerne erstmal sehen, wie. Ne? Und da ist man aber dann doch noch sehr schwammig. Man will halt, das haben vielleicht schon viele mitbekommen aus diesem Sofortprogramm, man will jetzt prüfen, wie viele Abordnungen man zurück aus der Verwaltung und halt auch aus der Lehrkräfteausbildung zurückholen kann. Das ist interessant. Man hat ja gerade gesagt, man will die Lehrkräfteausbildung erhöhen, vervielfachen. Da ist mir ein Rätsel, wie man dann da Stunden rausholen will aus der Lehrkräftebildung. Die Leute machen da ja Arbeit. Die begutachten die Referendare, sie begleiten die Referendarinnen im Unterricht oder in ihrer Ausbildung. Das finde ich interessant, wenn man da dann gleichzeitig zur Aufstockung dann aber da die Betreuungsschlüssel anscheinend runterfahren möchte. Ein weiterer wunderschöner Punkt, den ich schön fand, war, man will das Schulgesetz insofern reformieren und flexibilisieren, dass in Zukunft auch Konferenzen digital möglich sind, wie es auch in Corona der Fall war. Ja, ich sehe schon ganz viele von uns Lehrkräften jetzt aufstocken auf Vollzeit, weil wir ja jetzt die Konferenzen zu Hause machen können. Also die, diese Ideen, die da sind, die sind meiner Meinung nach relativ, ja, so Pflaster. Ja, also man will irgendwie ein bisschen noch ein paar Stunden rausgedrückt bekommen aus der Zahnpastatube. Aber man will auch ehrlich gesagt nicht richtig konkret werden. Ne? Also da, wo dann meine Chance wäre, nehme ich halt die Ausbildungszahlen konkret zu erhöhen, wird halt weder irgendwie ein finanzieller Betrag, um das aufzustocken, oder eine Maßnahme gefordert, ne? Hashtag Staatsvertrag oder sowas. Da bleibt man ganz lange vage. Frau Günther Wünsch hat selber in einem Interview auch gesagt, dass sie es ja eigentlich ablehnt, jetzt konkrete Zielvorgaben anzuwenden. Ja, und damit sind wir halt einfach sowas von im Allgemeinen, wo ich da keine wirkliche Hilfe für uns sehe. Das Thema, was zur Beamtung, ne, wie wir das so wahrnehmen, da kann ich Tom auf jeden Fall beipflichten. Ich selbst bin einer dieser Personen und bin ich auch nicht der Einzige bei uns an der Schule, die wirklich sagen, nee, diese Verbeamtung, das nehmen wir gar nicht erst. Das wird uns hier noch viel zu heiß. Und die Verbeamtung ändert auch nichts an den Arbeitsbedingungen. Es wird eher dann vielleicht problematisch, wenn wir verbeamtet sind, dann werden wir direkt alle abgeordnet oder Teilzeit wird uns vielleicht sogar verboten. Das sind so die Ängste, die da sind. Darauf wollen sich viele auch ehrlich gesagt einfach nicht einlassen. Und viele haben auch schlicht und ergreifend auch so ein bisschen die Sorge, naja, wenn ich mich jetzt verbeamte, dann binde ich mich halt auch an Berlin. Und wenn sie dann eh schon mit Abwanderungsgedanken spielen, ist das auch nicht ganz so passend. Also da würde ich auf jeden Fall unterstützen, die Anfrage legt, da nochmal zu gucken, naja, wie viel hat das jetzt überhaupt gebracht. Die Grundidee vom Koalitionsvertrag schreibt er auch relativ schön selber zusammen, schreibt er selber auf, wir streben eine Personalausstattung an, die Unterrichtsausfall vermeidet. Also wir erkennen so ein bisschen, ein großer Wurf, der bleibt völlig aus. Man, statt jetzt programmatisch zu denken, wie können wir diese Katastrophe oder Krise halt angehen, fehlt halt eigentlich das politische Ziel und man doktert nur ein bisschen an den Kleinigkeiten herum. Und das Problem, was ich da sehe und auch Schule muss anders, ist, das führt uns halt einfach wieder in den gleichen Teufelskreis. Das sind halt kleine kosmetische Änderungen und da stehen wir für Schule muss anders ja ein, dass wir tiefgreifende Änderungen brauchen, die halt nicht einfach nur so ein paar Ressourcen und Stunden von A nach B schieben. Dadurch wird sich halt einfach nichts ändern. Das klingt, ehrlich zu sein, nach einem schönen Schlusswort, weil du nämlich zum Ende kommen müsstest. Alles klar. Tut mir leid, dass ich da jetzt reingehen müsste. Ich würde dann nämlich an Franzi übergeben, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit auch noch für Fragen. Franzi, wie schaust du denn auf die entsprechenden Abschnitte, die jetzt angesprochen wurden? Also speziell die zum Personal, aber auch zur Lehrkräftebildung. Was fehlt dir? Und was hätte eine rot-grün-rote Koalition an der Stelle anders gemacht in den nächsten 3 Jahren? Ja, erstmal vielen Dank. Ich versuche das in 5 Minuten auch zu schaffen und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam auch über die bildungspolitischen Schwerpunkte sprechen der Koalition und auch sozusagen unsere Rolle darin und wie wir das bewerten.
Ja, erstmal zur Verbeamtung vielleicht. Das war ja ein Kernprojekt, was wir auch mit umgesetzt haben. Und uns als Linke war der Nachteilsausgleich sehr wichtig für die KollegInnen, die nicht verbeamtet werden können oder wollen. Und der lässt immer noch auf sich warten. Wir haben die Rechtsgrundlagen geschaffen, hatten auch ein Verfahren verabredet. Und bis jetzt können die KollegInnen noch nicht den Nachteilsausgleich beantragen. Also es gibt noch kein Verfahren dafür. Es wird rückwirkend gezahlt werden, aber also wir haben nochmal nachgefragt auch, also es ist so, dass bis jetzt noch kein Verfahren festgelegt wurde. Und das finden wir sehr schade, weil die CDU sich ja sehr stark gemacht hatte, auch für die Kolleginnen über 52 und gesagt hat, da müssen wir noch ganz viel mehr machen sozusagen als die Kompensation. Und bis jetzt ist da nichts zu sehen. So, und der TV-Gesundheitsschutz, auch dafür hat sich Katharina Günther Wünsch, ne, persönlich in der GEW-Podiumsdiskussion im Wahlkampf ausgesprochen. Und bis jetzt ist hier keine Zusage getroffen worden, weil es ist natürlich verheerend, wenn uns 1.000 Lehrkräfte jetzt im laufenden Schuljahr verlassen, voll ausgebildete Lehrkräfte auch darunter, die den Schuldienst verlassen, weil sie die Arbeitsbelastung vermutlich nicht mehr aushalten. Das ist eine hohe Zahl von Lehrkräften, die zusätzlich nicht nur aus Altersgründen, sondern eben auch die größte Gruppe waren die jungen Kolleginnen und Kollegen, die den Schuldienst verlassen haben, dass uns das hier sehr besorgt. Und hier hatten wir gefordert, dass es einen Stufenplan geben muss, wo man sagt, man vereinbart eine gewisse Standardisierung, wo man sagt, zum Beispiel könnten an Schulen in schwieriger Lage, wenn eben dort die Klassengröße überschritten wird, zusätzliches Personal auch mit in die Klasse gehen, zum Beispiel auch Studierende, die man dann mit Reflexionsangeboten unterstützt. Und auch einen solchen Stufenplan gibt es bisher nicht. Was es auch nicht gibt, ist eine Diskussion über die Stundentafel, weil es ist völlig übersichtlich, dass wenn wir berlinweit jetzt eine Lücke haben von 1.500 Lehrkräften, die wir nicht einstellen können und das sich auswächst auf 2.500 bis 2026. Also wir sind noch gar nicht an der Spitze des Eisbergs angelangt, wie auch viele andere Bundesländer. Völlig klar ist, dass man mit so weniger Personal natürlich nicht 100% dessen leisten kann. Und wir haben immer gesagt als Linke, dass uns sehr wichtig ist Inklusion, Sprachförderung, strukturelle Unterstützung. Und deswegen müssen wir über die Stundentafel reden, damit hier nicht gekürzt wird an den Schwächsten. Und das ist bisher nicht passiert. Und da wünschen wir uns eine Debatte gemeinsam mit allen AkteurInnen in der Stadt, also den Eltern, den SchülerInnen, der Gewerkschaft, den Schulleitungsverbänden, wo wir sagen, da ist es wichtig, dass wir in eine Debatte einsteigen. Ist bisher noch nicht passiert. Wir hatten im Ausschuss so einen Schlagabtausch zum Thema Teilzeit, weil die Senatorin hat gesagt, sie möchte Anreize setzen, damit die KollegInnen in Vollzeit gehen. Und es ist völlig unklar, wie. Uns ist wichtig, dass es keine Zwangsvollzeit oder beziehungsweise Ablehnung der Teilzeitanträge gibt, sondern dass hier gute Wege gefunden werden, um die KollegInnen nicht noch weiter zu belasten. Ein wichtiges Thema ist auch die Steuerung bei der Einstellung. Aktuell ist es so, dass die Senatorin die Steuerung aufgehoben hat, die unter Rot-Grün-Rot eingeführt worden ist, dass nur bis 96% an den Schulen eingestellt werden darf. Und wir gesagt haben, die Schulen, wo ganz wenig Personal ist, die Personalnot haben, insbesondere auch in Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel, in Lichtenberg, Treptow-Köpenick, aber auch Spandau, die brauchen die voll ausgebildeten KollegInnen und hier muss gesteuert werden. Frau Günther Wünsch hat es aufgehoben, diese Steuerung, mit dem Ergebnis, dass KollegInnen, die bereits ein Einstellungsverfahren durchlaufen haben, zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf, ihre Einstellung zurückgenommen haben und jetzt nicht an diese Schulen gehen werden, die in dieser schwierigen Personalsituation sind. Das heißt, es ist zugunsten der Kieze, sage ich mal, wo eben eher ein bürgerlicher Hintergrund ist und zum Nachteil der Kieze in schwieriger Lage beziehungsweise Peripherielagen, die einen hohen Personalmangel haben. Und aus unserer Sicht ist das auch eine soziale und auch eine Gerechtigkeitsfrage. Was auch noch eine Diskussion war, vielleicht noch 2-3 Sätze, Abordnungen. Der letzte Punkt, bitte. Letzter Punkt. Okay, nee, dann muss ich leider die Abordnung überspringen und multiprofessionelle Teams machen wir ja unter Inklusion nochmal und muss nochmal zur Ausbildungsoffensive kommen, weil das jetzt verhandelt wird. Die Hochschulverträge werden jetzt gerade verhandelt.
Morgen ist die Verhandlungsrunde mit dem Staatssekretär, Wissenschaftsstaatssekretär zu den Hochschulverträgen Lehrkräftebildung. Und es zeichnet sich ab, dass die 3000 benötigten Lehrkräfte, die wir dringend brauchen, weil diese Hochschulverträge sind verhandelt für 24 bis 28, nicht eingestellt werden. Und wir hatten gerade eine gute Anhörung im Bildungsausschuss, wo nochmal ganz deutlich geworden ist, dass diese 3000 das Minimum wären als Zielzahl. Und das heißt natürlich nicht, dass wir sofort die 3000 Absolventinnen haben, aber es heißt, dass wir die nötigen Personalmittel dafür einstellen müssen, den Hochschulen auch eine Finanzierungssicherheit geben müssen. Da haben Rot-Grün-Rot hat dort 17 Millionen pro Jahr schon eingestellt, auch für den kommenden Haushalt. Und das muss natürlich verstetigt werden bis 28 plus Investitionsmittel. Das ist die Basisausstattung, damit wir das wirklich schaffen können, wirklich 3000 Lehrkräfte zu erreichen. Wenn wir das nicht machen, werden alle Punkte, die wir gleich noch diskutieren, Inklusion, Schulen in schwieriger Lage, Diversität und so weiter, werden wir das nicht mit voll ausgebildeten Lehrkräften abdecken können und sind hier dann in einer sehr, sehr schwierigen sozialen Lage auch. Danke. In unserem Fragepad sind zwei Fragen eingegangen. Die würde ich jetzt einmal vorlesen. Und Tom, vielleicht kannst du dann das, was du noch sagen wolltest, vielleicht passt das ja auch zusammen. Ich vermute, dass sich zumindest die erste Frage vielleicht mit dem überschneiden könnte, was du sowieso noch ergänzen wolltest. Und zwar gibt es einmal die folgende Frage. Die Bildungspolitikerinnen aller Parteien hatten meines Erachtens im Townhall-Meeting zugesagt, die Hochschule, ich glaube, das Townhall-Meeting von GEW und Schule muss anders ist gemeint, die Hochschulverträge transparent zu verhandeln. Wie verhält sich die neue Bildungssenatorin dazu? Und dann, das ist eine zweite Teilfrage, gibt es eine Akzeptanz dafür, dass die 3000 Lehramtsabsolventinnen eher die untere Grenze der kommenden Erfordernisse sind? Tom, willst du was dazu sagen oder wolltest du eine ganz andere Richtung? Ansonsten würde das zu dem passen, was Franzi als letzten Punkt gemacht hatte. Ich kann was dazu sagen, obwohl ich die letzte Frage irgendwie nicht ganz verstanden habe, also mit der Untergrenze. Also dass der Bedarf mindestens bei 3000 liegt. Also. Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, der Bedarf ist ja eigentlich bei 5000. Also es ist irgendwie völlig irre, wie diese Zahlen immer steigen. Ich sag mal, die Hochschulen stöhnen, haben ja selbst bei den 2000 nicht nur schon gestöhnt, sondern sie haben sie ja auch fatal, kolossal gerissen, diese Grenze. Also das heißt, man kann jetzt irgendwie 3000, 4000, 8000 reinschreiben. Wenn die Hochschulen nicht in der Lage sind, das zu steigern, dann ist jede Zahl da irgendwie ein Wunsch. Aber dass da mindestens 3000 sein müssen, das ist zumindest bei uns in der GEW, ist Konsens. Zu den Hochschulverträgen, das ist ja Sache der letztendlich der Wissenschaftssenatorin. Aber natürlich ist der Bereich Lehrkräftebildung, da hat ja die Bildungssenatorin da auch Forderungen gestellt mit den 2500, wo wir auch sagen, das reicht nicht. Ich fände es schon mal ein Fortschritt, wenn überhaupt die 2500 jährlich erreicht werden könnten. Ansonsten, was ich ja nicht gesagt habe, ist allzu viel Gutes steht ja in diesem Koalitionsvertrag nicht drin. Erstaunlich ist eigentlich wirklich, was da nicht drin steht. Also da steht nicht drin, zu der Verbesserung in der ergänzenden Förderung und Betreuung, also Hort. Es steht nichts drin dazu, wie Schulen, die schlecht bei Vergleichsarbeiten abschließen, wie die unterstützt werden. Es steht nichts zu Gemeinschaftsschulen drin. Und das, was drin steht im Koalitionsvertrag, ist natürlich CDU-Handschrift. Also Ausbau von grundständigen Gymnasien, der MSA an Gymnasien wird abgeschafft und Ausbau des Religionsunterrichts. Das ist natürlich alles total CDU-Handschrift. Das ist vielleicht, ich bin da ein bisschen drüber gerutscht, aber weil halt viel mehr gar nicht drinsteht. Hannes, kannst du da vielleicht, oder Franzi ergänzen? Ja, kann ich jetzt zu den beiden Fragen gar nicht viel sagen. Also Transparenz in die Hochschulverträge werden sie nie ausgehandelt. War in der Vergangenheit auch so. Nichtsdestotrotz gab es da ja andere Zusagen. Franzi, willst du direkt noch ergänzen auf die Schulstrukturfragen, die Tom gerade angesprochen hat, gehen wir, glaube ich, in der zweiten Runde nochmal verstärkt ein, ne, wenn es dann um Gemeinschaftsschulen auch gehen soll, gehört das so ein bisschen in den Kontext, aber wenn du noch was zu den Hochschulvertragen sagen willst, dann jetzt.
Ja, ich glaube, das Missliche ist wirklich, dass wir jetzt durch die Wiederholungswahl quasi in der laufenden Legislatur einen Wechsel haben, weil Frau Nagipur, die Wissenschaftsstaatssekretärin, auch die Zusage gemacht hatte vor der Wahl. Sie möchte gerne dort auch Gespräche führen, unter anderem mit der GEW, mit Schule muss anders und so weiter, zu der Frage, wie kann man da auch gut kommunizieren in den Verhandlungen, dass man zumindest so eine Transparenz herstellt, Informationen gibt und so weiter, auch wenn klar ist, genau. Und im Ausschuss hatten wir jetzt die Hochschulverträge, im Wissenschaftsausschuss sind die besprochen worden, auch mit Anhörung. Da gab es auch sozusagen Papiere der GEW, die wir zur Kenntnis genommen haben, die das nochmal untermauert haben. Aber ich glaube, es ist kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Und das bringt mich zu der zweiten Frage. Die 3.000 sind die untere Grenze, weil wir haben im Ausschuss herausgearbeitet, im Bildungsausschuss zur Lehrkräftebedarfsprognose, dass unter anderem die freien Schulen, das Personal für die freien Schulen gar nicht mit bedacht sind, dass das sich nur auf die öffentlichen Schulen bezieht und dass auch Umwandlungen und andere KollegInnen, die an Schule jetzt auch schon arbeiten, überhaupt nicht mehr mit einbezogen werden. Also das heißt, wir sind eigentlich bei den 3.000, das ist noch die untere Grenze des wirklichen Bedarfs. Und wenn man jetzt die Weichen stellt, in Hochschulverträgen für weitere 5 Jahre ist es wichtig, dass man die Zielvorstellung realistisch angeht und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellt, die nötig sind. Und da zeichnet sich ab, dass die Hochschulen einen Aufwuchs erhalten werden von 5%. Und ihr wisst, dass die Inflation ungefähr bei bis zu 10% war, jetzt im letzten Jahr durch die Preissteigerung. Das heißt, das ist eigentlich schon eine Kürzung. Und es wird für Lehrkräftebildung, außer diese 17 Millionen für 24, 25, die wir noch eingestellt haben, mit VEs, mit Verpflichtungsermächtigung, wird es wahrscheinlich nichts geben. Das ist zumindest diese erste Information, die wir hier bekommen haben, dass in den Chefgesprächen auch mit der Wissenschaftssenatorin hier sehr zurückhaltend agiert wurde. Und wir werden das Ergebnis dann zur Kenntnis nehmen, aber die Tendenz ist wohl eher, dass für die Lehrkräftebildung nichts zusätzlich gegeben wird. Ihr habt das mitbekommen, dass die TU Havarie hat, ganz viele Gebäude und das Lehrkräftegebäude sozusagen, was schon lange angedacht ist, da gibt es immer noch keine Finanzierung. Das heißt, auch in der Investitionslage gibt es keinen Platz für die zusätzlichen Studierenden, die wir brauchen. Und wenn das so weitergeht, würde ich auch sagen, ist es völlig unrealistisch, dass wir von den 900 Absolventinnen irgendwann runterkommen, weil die entsprechenden Investitionen nicht getätigt werden. Das ist die bittere Bilanz. Es gibt im Chat jetzt noch eine zweite Frage oder im Pad. Und zwar zu dem Aspekt, Franzi, den du vorhin ausgelassen hattest, der im Chorvertrag aber auch in dem Kontext Personal steht. Und zwar lautet die Frage, wird es zusätzliche Mittel für multiprofessionelle Teams geben? Ja, ganz kurz, das machen wir ja wahrscheinlich auch nochmal unter Inklusion, unter dem Punkt. Also was drinsteht, ist die Schulsozialarbeit, also dass dort auch gestärkt werden soll. Das begrüßen wir sehr, das finden wir gut, weil auch das Landesprogramm Schulsozialarbeit, was wir ja auch damals mit eingeführt hatten, dass an jede Schule mindestens eine Stelle kommt, dann kommen ja noch weitere Ressourcen dazu, je nachdem Bonusprogramm, andere Dinge, auch bezirkliche Schulsozialarbeit. Aber das muss ausgebaut werden, das ist zentral jetzt auch gerade nach der Pandemie und auch für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen ist es zentral. Was aber nicht drinsteht, was wir sehr stark gemacht haben, ist ein eigenes Budget, ein zusätzliches Budget für die Schulleitungen, wo sie multiprofessionelle Teams einstellen können. Und wir haben ganz viele offene Stellen, weil wir die Lehrkräftestellen, wie gesagt, 1.500 offene Stellen in diesem Schuljahr sind erwartet. Das heißt, es ist keine Geldfrage. Und wenn es keine Geldfrage ist, ist doch die Frage, warum ermöglichen wir nicht andere Professionen zusätzlich auch einzustellen, sodass jede Schule nochmal entscheiden kann, welche zusätzlichen Professionen an Schule gehören. Was Positives im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot ist, dass die Gesundheitsfachkräfte, Schulgesundheitsfachkräfte drinstehen. Da gibt es eine aktuelle Auseinandersetzung auch in Lichtenberg. Aber das ist ja kein zusätzliches, ne? Das sind keine zusätzlichen Ressourcen, ist kein zusätzliches Geld, sondern nur die Ermöglichung, dass andere Professionen an Schule kommen können. Dann ist es aber die Frage der Umwandlung. Das heißt, dass man Lehrkräftestellen umwandelt in andere Professionen. Das kann man auch machen, ist auch ein wichtiges Instrument aus meiner Sicht, aber das ist nicht zusätzlich. Also keine zusätzlichen Ressourcen und das ist ein Problem, wenn wir so viele offene Stellen haben,
kann man diese Ressourcen besser einsetzen, wenn man eröffnet, ein eigenes Budget für multiprofessionelle Teams an die Schulleitung zu geben. Und das ist auch eine Forderung, mit der sich die Koalition auseinandersetzen muss, weil in der vergangenen, also Rot-Grün-Rot, hat das vereinbart, dass ein Konzept erstellt werden soll und dass so ein Budget dann auch diskutiert werden soll und finanziert werden soll, ist bis jetzt nicht im Haushalt. Das ist eine wichtige Forderung, dass das Geld nicht verfällt, wenn wir nicht die Lehrkräfte haben, dass wir das nutzen können für weitere Professionen. Hannes Bülow hatte sich zu dem Punkt jetzt nochmal zu Wort gemeldet. Ja, genau. Also Thema multiprofessionelle Teams. Genau, wir sehen halt, dass man viel prüfen will. Ne? Wir finden das gut. Man will prüfen, ob man die Lehrerstellen umwandeln kann und so. Aber es ist wie an so vielen Stellen einfach so vage. Und ich frage mich, was man da eigentlich noch prüfen will. Ne? Also im Endeffekt führt man jetzt eine jedes Jahr stattfindende Vergleichsarbeit ein. Ja, was prüfen wir damit? Damit kriegen wir Ergebnisse, die wir eh schon kennen. Also wir sind einfach hier bei diesen ganzen Schlagwörtern, die so ein bisschen dann vielleicht nach SPD klingen wollen, kommen wir halt nicht über diese Schlagwörter hinaus. Und das wirklich Gruselige an der ganzen Sache ist am Ende, oder was uns an unserer Schule, wir sind ein ISS ohne Oberstufe, also wir haben auf jeden Fall Bedarf für multiprofessionelle Teams, was wir so mit sehr viel Ungemach verspüren, ist halt, dass die ersten konkreten Sachen halt alle ans Gymnasium gehen. Ne? Und halt ganz klar auch die einzige Passage, wo wir ganz konkret mal eine soziale Forderung oder eine Gewährung haben, da geht es um Schulen in freier Trägerschaft. Also genau da sollen Zuschüsse in größerem Maße genehmigt werden. Und das ist im Endeffekt für uns staatliche Schulen dann eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Hast eine gute Überleitung, Katja, oder? Genau das wollte ich auch sagen, denn Hannes Bülow hat gerade angesprochen, dass seine Schule eine ISS ohne gymnasiale Oberstufe ist. Sie wäre aber gerne eine andere Schulform, nämlich eine Gemeinschaftsschule mit Grundschule und gymnasialer Oberstufe. Und das ist dementsprechend die perfekte Überleitung in den zweiten Teil. Und ich übergebe an Philipp. Dankeschön, den darf ich moderieren. Genau, ich habe vorhin noch ganz vergessen, wir haben auch mindestens zwei Journalistinnen hier, Martin Bremer vom ND und Uta Schleimacher von der TAZ. Das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Schön, dass Sie da sind. Hannes hat es gerade angesprochen. Es geht jetzt im zweiten Block um das Thema Schulform, Schulstruktur, Fragen, aber auch das Thema Inklusion. Und dafür haben wir eben Robert Giese, Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule und auch Vorsitzender, glaube ich, des Berliner GGG-Zusammenschlusses, also für längeres gemeinsames Lernen. Und dann haben wir Anja Köhne da vom Berliner Bündnis für schulische Inklusion, das sich 2021 gegründet hat, wo verschiedene kleinere Gruppen aus dem Inklusionsbereich zusammengekommen sind, um zu sagen, dieses Thema braucht deutlich mehr Aufmerksamkeit und zwar auch und gerade im Bildungsbereich. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Wir würden tatsächlich, weil jetzt Hannes die Vorlage geliefert hat, jetzt doch mit Robert anfangen mit der ersten Frage. Und zwar, Robert, an dich wird die Frage gehen, auch du hast dann 5 Minuten. Was bedeutet denn der Koalitionsvertrag deiner Einschätzung nach für die Entwicklung der Gemeinschaftsschule und des längeren gemeinsamen Lernens in Berlin? Und auch das Thema Abschaffung der MSA-Prüfung, was es ja für die Gymnasien gibt, aber nicht für die ISS und Gemeinschaftsschulen. Wie stehst du dazu? Oder hättest du dir das auch für deine Schulen gewünscht oder für deine Schulform? Das sind eigentlich so die beiden Fragen, zu denen wir dich gerne hören würden. Bitteschön. Ja. Also erstmal guten Abend. Für mich ist dieser Koalitionsvertrag eine Verabschiedung von der Vision der inklusiven Schule. Weil die Schularten, die keine Inklusion betreiben oder so gut wie keine, die werden gestärkt. Die Privatschulen und die Gymnasien. Und ich kann ein inklusives Schulsystem nicht entwickeln mit einer exklusiven Schulform wie dem Gymnasium. Die Privilegien des Gymnasiums werden erweitert. Das heißt, die Kollegen werden entlastet von Kontrollen, von Prüfungsarbeiten, MSA-Prüfungen meine ich hier. Man muss dazu einfach zur Kenntnis nehmen oder wissen, dass 25% aller Gymnasiasten den MSA schriftlich in Mathematik nicht schaffen. Und deswegen schaffen wir diese Prüfung ab. Das Gefühl habe ich jedenfalls. Und was natürlich gleichzeitig damit einhergeht, ist eine Ungleichbehandlung der Schüler, weil wir haben auch an den Schulen des gemeinsamen Lernens, also in integrierten Sekundarschulen und an den Gemeinschaftsschulen sehr leistungsstarke Schüler. Und da
steht im Koalitionsvertrag nichts, dass für Sie auch die Möglichkeit geschaffen werden muss, keine Prüfung ablegen zu müssen, weil Sie selbstverständlich die Prüfung, so wie bei vielen Gymnasiasten es eben der Fall ist, weil Sie im Prinzip diese Prüfung auf jeden Fall bestehen werden. Solche Schüler haben wir natürlich auch. Es gibt an vielen Schulen des gemeinsamen Lernens auch Schüler, die direkt von der 10. Klasse in die 12. übergehen, also in die Qualifikationsphase. Und für die ist überhaupt keine Entlastung gedacht. Und gleichzeitig bleibt die Belastung der Kollegen, diese Prüfung zu machen, die Statistiken entsprechend auszufüllen und so weiter. Und die Frage, irgendwann mal abzuschaffen, das Probejahr, das steht zwar drin, aber es ist völlig unklar, wann soll das passieren und welche Schritte sollen dazu gegangen werden. Zu den Privatschulen vielleicht noch so viel. Es steht ja was drin zu der Frage Versonderungsverbot nach den Einkommensverhältnissen der Eltern. Da muss man ganz deutlich sagen, das erfüllen viele Privatschulen in Berlin nicht, insbesondere die Gymnasien nicht. Sie sondern natürlich nach den Einkommensverhältnissen. Wenn man sich das ansieht, wo lernen eigentlich die meisten armen Kinder? Wir haben 30% arme Schüler in Berlin. Sie lernen vor allem an ISS, an den Gemeinschaftsschulen, natürlich auch an den Grundschulen, aber nicht an den Gymnasien oder weniger an den Gymnasien und schon gar nicht an den Privatgymnasien. Die Zahlen, die Statistiken kann man sich alle ansehen. Die sind im Internet veröffentlicht von der Senatsverwaltung. Das springt förmlich ins Auge, dass wir 2 bis 3-mal so viele arme Kinder an den ISS und Gemeinschaftsschulen haben. Und im Vergleich zu den Gymnasien, hier rede ich vom öffentlichen Bereich, und die Gymnasien im Privatbereich haben noch viel weniger. Also dieses Sonderungsverbot durchzusetzen, das wäre Aufgabe der Politik, aber das macht sie nicht. Zur Inklusion, also so viel für mich ist dieses gegliederte Schulsystem ohnehin grundgesetzwidrig, weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Das macht aber dieses Schulsystem. 500 Schüler müssen pro Jahr gegen ihren Willen diese Schulform verlassen. Da wird nicht gefragt, ob die das wollen oder wie die sich dabei fühlen, sondern sie müssen die Schule verlassen, weil sie nicht passen oder nicht passend gemacht werden können. Und daran ändert sich nichts, und das spiegelt sich auch hier im Koalitionsvertrag nicht wieder. Zu den Einzelmaßnahmen, zur Gemeinschaftsschule. Da steht ja ein Satz drin, die Koalition stärkt die Gemeinschaftsschule als eigenständige Schulart. Es steht nicht drin, die Koalition setzt sich dafür ein, mehr Gemeinschaftsschulen zu gründen, was aber auf der Tagesordnung stehen müsste. Weil wenn man sich an die wissenschaftliche Begleitung erinnert, die Gemeinschaftsschule in Berlin ist die Einzelschule in Deutschland, die es geschafft hat, den Bildungserfolg vom Geldbeutel der Eltern zu trennen. Alle anderen, da kann man das deutlich ablesen, die Gemeinschaftsschulen sind tatsächlich die Schulen, die diesen Zusammenhang deutlich runtergefahren haben im Vergleich zu allen anderen Schulen in Deutschland. Du hast noch eine Minute, Robert, noch hast du noch. Ja, ich bin gleich fertig. Die besondere Förderung der Gemeinschaftsschulen findet also hier nicht statt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, es ging ja darum, dass so wie die Grundschulreferate oder Gymnasialreferat beziehungsweise die für ISS, dass auch für die Gemeinschaftsschule ein solches Referat eingeführt werden sollte. Das steht da nicht drin. Das lese ich daraus nicht. Und das ist also eine Frage, die ich auch den Kollegen erstellen würde, die da arbeiten. Und zu den multiprofessionellen Teams zur Inklusion, da stellt sich die Frage, werden denn die Gemeinschaftsschulen, die ja einen Hauptteil der Inklusion tragen, künftig so ausgestattet wie die Schwerpunktschulen für Inklusion? Weil wir haben bei uns an der Schule mehr Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf als die meisten Schulen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Eine Sache, die wir sehr positiv finden, oder was wir hier sehen, was sehr positiv ist, ich war gestern im Fachbeirat Inklusion, da war Frau Günther Wünschen, hat es vorgestellt, das finden wir die Qualifikation von Schulhelfern, sodass sie nicht mehr nur pflegen, sondern jetzt zukünftig auch pädagogisch tätig werden können. Diese Qualifikation, die da angesagt ist, und wir haben uns gestern das Programm angesehen, das ist wirklich ein Fortschritt, dass also Schulhelfer auch pädagogisch tätig werden können und nicht nur zur Pflege und Betreuung da sind. Also das ist was richtig Positives, aber das hat mit Inklusion eigentlich nichts zu tun. Das ist eher Integration. Von Inklusion würde ich im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag überhaupt nicht sprechen. Ich sehe das nicht. Soweit erstmal. Danke.
Danke, Robert. Wunderbar im Zeitrahmen. Das freut mich immer. Anja, dann wärst du als nächstes dran. Vielleicht nochmal beim Berliner Bündnis für schulische Inklusion. Sind eben Eltern vertreten, wo die Kinder teilweise schwere oder auch mehrfache Behinderungen haben und wo es teilweise wirklich dazu kommt, dass die Schulpflicht von Seiten der Schule auch gar nicht eingehalten werden kann. Inklusion hat ja ein breites Verständnis, so eben auch Schulen, die inklusiv beschult werden, aber sozusagen, wie ist da die Ausstattung? Das wollte ich noch vorwegschieben. Anja, schön, dass du da bist. Bei dir, genau, ist die Frage, wie bewertest du den Abschnitt zu Inklusion, also besonders mit Bezug auf Schule, aus dem neuen Koalitionsvertrag von CDU und SPD? Kannst du was sozusagen stärken oder schwächen die Maßnahmen, die Inklusion im schulischen Bereich aus deiner und auch aus der Sicht des Bündnisses? Ja, ich versuche es in 5 Minuten, was bei dem Thema echt knapp ist. Und ich nehme mir aber trotzdem die Zeit vorab, eine Sache zu sagen, weil es strukturell wichtig ist. Also wir als Eltern haben andere Berufe, wir pflegen und wir sind Eltern. Wir sind oft keine Inklusions- oder Lehrerfachkräfte und sind trotzdem letztendlich die einzige Stimme, die vollumfänglich sich auf dieses Thema konzentriert. Und das wäre so meine erste Bewertung. Wir hassen es an sich, dass wir hier sein müssen. Wir haben anderes zu tun und wir wünschen uns, dass Verwaltung und Politik Inklusion als die Pflicht und als die Chance erkennt, die Inklusion an sich sein könnte. Ich werde hier jetzt nichts dazu sagen in dieser Runde zur Behindertenrechtskonvention Artikel 24. Recht auf qualitativ hochwertige Bildung ist in diesem Kreis, glaube ich, bekannt und gesetzt. Wir haben uns den Koalitionsvertrag angeguckt. Da stehen ein paar schöne Sätze drin. Einer der Vorredner hat ja gesagt, es gibt viele Allgemeinplätze. Wir sehen aber, wie mein Vorredner gesagt hat, ein Ungleichgewicht darin, dass die Sonderschule Gymnasium als Sonderschule für Hochbegabte stärker erfasst wird als die Förderschulen oder die inklusiven Schulen. Und wir finden auch, dass das den Hochbegabten nicht gerecht ist und den Begabten, weil auch Hochbegabte und Begabte brauchen an sich inklusive Kontexte, um sich voll entfalten zu können. Insofern ist das ein selbst für die eigentliche Zielgruppe, die die CDU da im Kopf hat, Irrweg. Wir brauchen gute Schulen für Inklusion. Wir sehen aber, und da beißt sich manchmal die Katze in den Schwanz, weil im Moment mit dem ganzen Lehrermangel und so, haben wir den Eindruck, es geht darum, mehr Schulplätze zu schaffen, noch ein Map und noch eine Schule und noch mehr verdichten und so weiter und so weiter. Aber qualitative Schule und inklusive Schule ist in Berlin überhaupt nicht mehr der Fokus. Dabei ist es so, dass eine inklusive Schule gut für alle ist, quantitativ und qualitativ. Dazu gibt es auch Studien, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir wollen auch was zu Förderschulen sagen, weil viele mehrfach behinderte Kinder finden dann letztendlich in der Realität keinen Platz im Schulsystem, außer in Förderschulen, keinen gesicherten. Auch Förderschulen, gute Förderschulen wie die Stephanusschule zum Beispiel, würde gerne umgekehrt sich aufmachen für Inklusion und darf das nicht. Das muss unbedingt adressiert werden. Das wäre schon mal eine große Verbesserung. Und auch an den Förderschulen fehlt Personal. Also der Personalschlüssel an Förderschulen ist so, dass mein Kind, Down-Syndrom, Darmerkrankung, da auch nicht gesichert und gefördert wird. Mein Kind ist auf der ISS Rheinstrand sicherer als auf jeder Förderschule bei uns. Die Koalition bekennt sich zur Behindertenrechtskonvention und konstatiert diese Unterstützung. Aber de facto sehen wir das Gegenteil. Ne? Also wenn wir, das ist allerdings schon unter Rot-Rot-Grün passiert, also Bemessungsgrundlage mit der Umwidmung, das ist eine Verschlechterung, die direkt dazu geführt hat, dass mein Kind verkürzt an der Ganztagsschule geschult wird, weil die Schule nicht genügend Kräfte hat. Und das ist was wir halt eben faktisch sehen. Wir sehen Verkürzungen, Schulausschlüsse, Verminderung der Qualität. Die Widerstände, die wir sehen bei Inklusion, dazu gehört die Fata Morgana der verlässlichen Grundausstattung. Die Zahlen, die der verlässlichen Grundausstattung zugrunde liegen, sind veraltet. Und die verlässliche Grundausstattung ermöglicht keine zusätzlichen Förderstunden, zum Beispiel bei einer Schule, die sehr viele Förderkinder hat. Das wird alles nivelliert behandelt. Zahlen. Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt ja die Erhebung qualitativer Daten. Dessen verweigert sich Berlin seit Jahren. Wie viele Schüler sind derzeit vom Schulbesuch ausgeschlossen und suspendiert? 1000?
So unsere Vermutung. Wie hoch ist eigentlich die Exklusionsquote bei uns? Mit was für Zahlen rechnet der Senat für die Zukunft? Wie viele Förderschulplätze wird es geben müssen? Wie viele inklusive Plätze gibt es dafür Planungen? Wie viele Sonderpädagogikstunden? Auf wie viele Stunden besteht Anspruch? Wie groß ist die Lücke? Wie viele werden in Anspruch genommen? Wo gehen die Kinder nach der Grundschule hin, die inklusive in der Grundschule geschult worden sind? Und überhaupt, generell ist die Inklusion ein sich verengender Flaschenhals. Kita ist hier in Berlin gar nicht so schlecht, je nachdem, in welchem Bezirk man wohnt. Aber dann Grundschule wird schon schwieriger. Sekundarschule, das ist ein Ratschenrennen, wer die wenigen Plätze kriegt. Und wenn ich jetzt vorausgucke, in 4 Jahren ist mein Kind mit Bildung dran, Berufsbildung dran. Da sind wir hinter anderen Stadtstaaten, zum Beispiel Hamburg, weit hinterher. Und das ist angesichts des Arbeitskräftemangels, ist das wirklich dumm. Ja, also mein Kind wäre ein toller Altenpflegehelfer. Dazu gibt es aber leider keine Ausbildung mehr. Ja, Anja, auch das wäre ein schöner Schlusssatz. Du könntest aber noch eine Minute weitermachen. So. Genau, ich mache noch eine Minute weiter. Und minus die Zeit, die du mich jetzt unterbrochen hast. Wir wollen auch, dass die Kinder, die einen qualifizierten Schulabschluss erarbeiten können, die sollen die Chance haben, unabhängig vom Förderschwerpunkt. Im Moment ist es ihnen, wenn sie den falschen Förderschwerpunkt haben, schlichtweg nicht erlaubt. Wir brauchen mehr Personalkapazitäten. Förderstunden dürfen nicht als Vertretungsreserve ausgenutzt werden. Wir brauchen die Ausbildung. Wir brauchen bedarfsentsprechende Angebote für versorgungsintensive Kinder. Auch indem man außerschulische Förderteams dazu holt. Wir finden die multiprofessionellen Teams richtig gut und wichtig. Und gerade also, wenn man das mit zum Beispiel Ergotherapeuten und Logopäden außerhalb der Schule verzahnt, wäre super. Das darf aber nicht sonderpädagogische Stunden ersetzen. Ein Sonderpädagoge ist ein Sonderpädagoge. Und Breischrift ist Breischrift. Das kann man nicht dann plötzlich durch Sozialarbeit ersetzen. Oder die malen die ganze Zeit Mandalas. Die Zumessungsrichtlinie 2223 Anlage 2 hatte ich schon erwähnt. Und dann haben wir zwei wichtige Forderungen. Wir brauchen eine Ombudsstelle für Inklusionsfamilien, Kinder mit Förderbedarf. Wir haben diese Stelle nicht. Wir brauchen die ganz dringend in dem Moment, wo ein Kind rechtswidrig ausgeschlossen wird. Wir wissen nicht, an wen wir uns wenden können. Und auch die SIBUZE können uns da nicht weiterhelfen. Die Antidiskriminierungsstelle ist überlastet und ist fokussiert auf People of Color und ähnliche Hintergründe. Die sagt selber, die kann das nicht. Wir brauchen diese Ombudsstelle. Anja, letzter Punkt, eine Neuordnung des Verantwortungshörers. Wir kommen ganz oft mit Fragestellungen, sagt der Bezirk, das ist der Senat, und der Senat sagt, das ist der Bezirk. Es soll eine Verwaltungsreform geben. Dabei muss das Gesamtgebiet Inklusion, inklusive schulische Inklusion, mit berücksichtigt werden. Vielen Dank, Anja, für diesen Input. Genau, es gibt ja auch gleich nochmal die Möglichkeit, sicherlich, dass du nochmal was zu den Fragen was sagst. Franziska, an dich jetzt auch. Anja hat den Punkt aufgeworben, der eine Ombudsstelle für Inklusion oder eine unabhängige Beschwerdestelle, das ist ja was, das stand ja im letzten Koalitionsvertrag drin. Kannst du vielleicht dazu was sagen, wie das gedacht war und wie da der aktuelle Stand ist? Und dann auch noch zu den Punkten Schulstrukturfragen, wie das im Koalitionsvertrag dargestellt wird, aber auch natürlich nochmal deine Meinung zur oder Position zur Frage der einseitigen Abschaffung bei den MSA-Prüfungen an den Gymnasien. Ist das eine Entlastungsmaßnahme für die Kolleginnen, die vielleicht auch pädagogisch sinnvoll ist? Oder wie stehst du dazu? Das sind viele Fragen für 5 Minuten, aber ich versuche es trotzdem, um mich kurz zu halten. Also erstmal würde ich den Punkt Inklusion nochmal ansprechen. Wir hatten vorhin ja die multiprofessionellen Teams angesprochen. Und es steht drin, dass Sozialarbeit ausgebaut werden soll. Das ist ganz gut. Und die FacherzieherInnen an den Grundschulen, da steht auch ein Satz drin. Da würde ich auch sagen, das ist in die richtige Richtung. Was nicht so richtig drin steht, das sind die PUs, die pädagogischen Unterrichtshilfen, wo wir verhandelt hatten, eine Hörgruppierung bis hin, wir haben klar adressiert, in der Koalition hatten wir uns geeinigt, auch eine Laufbahn zu schaffen für die PUs, also auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass sie in die Laufbahn gehen und verbeamtet werden können. So, und das steht so nicht mehr drin und das ist sehr schade und das ist auch insbesondere für die Inklusion aus unserer Sicht ein großes Problem. Gut finden wir auch die Schulgesundheitsfachkräfte, dass der Satz drin steht. Wir kämpfen gerade um die Schulgesundheitsfachkräfte in Lichtenberg. Da ist es so, dass das eigentlich bezirklich finanziert ist, kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Da ist noch nicht
zu Ende gekämpft an dieser Stelle. Und es wäre wichtig, diesen Piloten dann auch an andere Standorte auszuweiten. Plus, ich wollte noch mal sagen, Hochschulverträge SonderpädagogInnen, da haben wir sehr viele Bewerbungen für SonderpädagogInnen, die nicht alle angenommen werden. Das heißt, hier müssen wir auch mit den Hochschulverträgen vereinbaren, dass die Kapazitäten erweitert werden. Und ich habe gerade eben gesehen, dass im Tagesspiegel ein Artikel erschienen ist, dass es einen Brandbrief gibt der Hochschulrektoren an den Finanzsenator Evers, dass noch nicht einmal die 5% eben gerade hatte ich es ja ausgeführt, gesichert scheinen und dass weitere Einsparungen hier sogar anstehen. Das heißt, wir haben nicht mal was obendrauf. Wir haben sogar noch Kürzungen. Also das wäre verheerend für die gesamte Lehrkräfteausbildung, wenn das so käme. So, jetzt muss ich aber weitergehen in den 5 Minuten. Es wurde angesprochen, die inklusiven Schwerpunktschulen stehen nicht drin. Förderschulen und so weiter stehen auch nicht drin. Und das ist natürlich wichtig, die Kapazitäten, der Kapazitätsausbau, weil es ist nicht bedarfsgerecht. Du, Anne, hattest auch ausgeführt, an den berufsbildenden Schulen verheerend. Die aktuelle Situation ist verheerend. Auch dazu steht nichts drin im Koalitionsvertrag und das ist sehr, sehr schwierig. Dann wollte ich noch mal sagen zu den grundständigen Gymnasien, also Schulstrukturreform. Die grundständigen Gymnasien sollen gestärkt werden. Das steht klar drin. Das ist fatal, weil das bedeutet, dass im Prinzip dieses Aussortieren schon während der Grundschulzeit stattfindet, dass die Kinder quasi in der 5 und 6 schon aufs Gymnasium gehen. Wir hatten uns dafür ausgesprochen, die 6-jährige Grundschule beizubehalten und zu stärken, weil wir sagen, das ist Inklusion, wenn alle Kinder auch an der Grundschule gemeinsam lernen. Und die ISS und insbesondere die Gemeinschaftsschule leisten genau das, dass sie nämlich allen Kindern versuchen, auch bindifferenziert gerecht zu werden. Und das ist wichtig, finde ich. Das hat auch dieser Chancenmonitor, wenn ihr euch erinnert, gezeigt, dass die Eltern, die wenig Einkommen haben und kein Abitur, dass dort nur 20% der Kinder quasi eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen und die Eltern, wo wenig Familieneinkommen da ist und wo quasi kein Abitur ist, bei den Eltern, wo viel Einkommen ist und Abitur, ist es so, dass 80% der Kinder dann eine Gymnasialempfehlung erhalten. Also das heißt, diese Schere, soziale Herkunft ist fatal in Deutschland. Das kann man nur sozusagen mit dem längeren gemeinsamen Lernen und einem guten Ganztag in den Griff bekommen. Ganztag, dazu steht auch nichts drin. Wir wollten die Qualität im Ganztag stärken, also so, dass da auch ein besserer Personalschlüssel vereinbart wird, dass die mittelbare pädagogische Arbeit noch weiter ausgebaut wird für die KollegInnen, weil wir reden immer nur über Unterricht, aber der Ganztag ist entscheidend auch dafür, ob Spracherwerb stattfindet, ob soziales Lernen stattfindet, Inklusion stattfindet im Nachmittagsbereich und dazu steht nichts drin. Also das ist wirklich verheerend. So, ich weiß, ich hab gar nicht mehr so viel Zeit. Ich gehe noch mal ganz kurz aufs Mikro. Franzi, du hast noch 2 Minuten. Ich wollte mit meinen vielen Fragen auch gar nicht so einen Zeitdruck erzeugen. Okay, dann sage ich vielleicht noch mal was, was ich noch vergessen habe, die SIBUZE und die SchulpsychologInnen, das hatte ich vorhin vergessen, das ist uns sehr, sehr wichtig gewesen, auch gerade nach der Pandemie. Hier haben wir massiv ausgebaut, auch noch mal in den SIBUZEN und wir als Linke haben ein Landesprogramm SchulpsychologInnen an Schule vorgeschlagen, weil das gibt es noch nicht und es gab eine Anhörung im Gesundheitsausschuss, wo sehr deutlich geworden ist, dass ganz viele PsychologInnen, approbierte PsychologInnen, keine KV-Zulassung bekommen und noch Personalkapazitäten vorhanden wären, damit man sie an Schule einstellen kann. Und das wäre dann nicht eine Psychologin pro Schule, aber vielleicht eine Psychologin so für 3 Schulen. Also ein Einstieg in ein Landesprogramm Schulpsychologie. Und das wäre sehr, sehr wichtig auch für die Inklusion und sehr, sehr wichtig auch für die Corona-Folgen und Pandemie-Folgen. Und auch hier steht leider nichts im Koalitionsvertrag an der Stelle. So, jetzt springe ich nochmal zu dem MSA. Da hat Robert eigentlich alles Wichtige gesagt. Das ist ein Messen mit zweierlei Maß. Wenn man an der einen Schulart sozusagen bei alle Schularten führen zum Abitur, also auch zum Abitur unter anderem, wenn man an der einen Schulart sagt, so, ihr müsst keine Prüfung machen am Gymnasium, ihr könnt einfach mit dem Bestehen des Jahres sozusagen, bekommt ihr den MSA verliehen und an der ISS und Gemeinschaftsschule, da müsst ihr die Prüfung ablegen. Und da gibt es ja auch einen Konflikt in der Koalition um die sogenannte Präsentationsprüfung und da werden wir uns dafür stark machen, dass hier mit gleichen Standards gemessen wird. Und wenn, wie Robert gesagt hat, ein
Hürdel der Kinder durch die Matheprüfung fällt am Gymnasium, dann ist es ja eigentlich ein Argument, dann zu sagen, ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, die Mathekompetenzen hier nochmal in den Mittelpunkt zu stellen. Und das widerspricht sich auch, weil Frau Günther Wünsch ja so für die Leistungsorientierung ist. Ja? Und Bundesjugendspiele müssen stattfinden und Vergleichsarbeiten müssen stattfinden und so weiter. Aber da bei der Leistungsorientierung am Gymnasium, da braucht man das nicht. Da wollen wir die Lehrkräfte einseitig entlasten. Das ist irgendwie nicht kohärent. Da werden wir auch sehr kritisch nachfragen im Ausschuss. So, Gemeinschaftsschule noch. Vielleicht einen Satz, vielleicht kann ich da noch einen Satz sagen. Also zur Gemeinschaftsschule, dieser Satz, der da drin steht, der ist ja wirklich verheerend. Wir hatten ein Förderkonzept, wir hatten ein Startchancenprogramm für die Gemeinschaftsschule, wo wir gesagt haben, Ausbau der Gemeinschaftsschulen, Vorrang für die Gemeinschaftsschule, wissenschaftliche Begleitung, nichts davon ist drin. Und wir müssen befürchten, dass all das Geld, was wir eingestellt haben, auch rausgestrichen wird, sodass nichts davon umgesetzt wird. Danke, Franziska. Jetzt hast du fast die Frage aus dem Chat vorweggenommen. Wir haben derzeit eine Frage nochmal an alle. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat. Wenn da jetzt nur eine steht, kann man noch eine zweite Frage noch sehr gerne mündlich nehmen. Robert, ich sehe deine Meldung. Ich würde die Frage auf jeden Fall aus dem Chat nochmal reingeben. Und zwar ist, genau, das ist ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Frage lautet, wie kann der einzige Satz aus dem Koalitionsvertrag zum Thema Gemeinschaftsschule, die Koalition stärkt die Gemeinschaftsschule als eigenständige Schulart, eingefordert werden? Und hat sich die neue Koalition schon dazu geäußert, was genau sie darunter versteht? Das ist die Frage aus dem Chat. Wer von euch möchte was dazu sagen? Also, einmal hat sich die Koalition dazu natürlich noch nicht geäußert. Ich wollte aber noch mal was zum grundständigen Gymnasium sagen. Das soll ja hier gestärkt werden. Meines Erachtens ist das eine absolute Ressourcenverschwendung. Robert, lass uns kurz bei der Frage bleiben. Dann, du kannst ja dann gleich noch sozusagen, das heißt, hat sich noch nicht dazu geäußert. Dann Franziska, du hast dich dazu noch. Also ich kann das nur bestätigen, es gab noch gar keine Auseinandersetzung oder beziehungsweise Diskussion über die Gemeinschaftsschule im Ausschuss. Und das ist auch so, ich gehe nicht davon aus, dass die guten Dinge, die wir vereinbart hatten, dass die umgesetzt werden. Das hatte ich ja eigentlich schon gesagt, dass auch die wissenschaftliche Begleitung zur Disposition steht und auch dieses Startprogramm für die Gemeinschaftsschulen. Das ist ja etatisiert gewesen jetzt für den Doppelhaushalt 24/25. Das wird komplett rausgestrichen. Da wird es gar nichts geben. Die 10 Millionen, die da drin standen, die werden einfach nicht eingestellt. Und das ist bitter. Und wir hatten ja auch gesagt, beim Schulbau insbesondere Priorität für die Gemeinschaftsschulen. Und auch hier sozusagen mit den ganzen Bildungsstadträtinnen der CDU, ich gehe nicht davon aus, dass das erkämpft werden kann, es sei denn in ganz besonderen Einzelfällen, wie zum Beispiel, ne, also dass wir jetzt eben gerade uns an der Johanna Eck dafür einsetzen, dass sie Gemeinschaftsschule wird und da sehr drum kämpfen. Aber wenn es eine gute Elternschaft gibt, eine gute Schülerinschaft, eine gute Schulkultur, also auch guten Kontakt, dann können wir das gemeinsam erkämpfen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Leitprinzip wird, so wie wir es angedacht hatten zumindest. Vielleicht kann ich nochmal zur Gemeinschaft und zur Wissenschaft gerne sagen. Unsere Kritik an der alten wissenschaftlichen Begleitung war ja, dass die Grundstufe völlig außen vor gelassen wird. Und wir keine verlässlichen Daten haben, inwiefern das lange gemeinsame Lernen von der ersten, also von der Einschulung an bis hin zu den Schulabschlüssen, wie valide das ist. Also ist das tatsächlich, sind die guten Ergebnisse tatsächlich zurückzuführen auf dieses lange gemeinsame Lernen, also auf die sozialen Beziehungen? Das hätten wir gerne untersucht. Da würden wir gerne auch Honig von saugen und nochmal deutlich machen, wo eigentlich die absoluten Stärken der Gemeinschaftsschulen sind. Und das wird uns jetzt entnommen als Möglichkeit. Das war vorher schon diskutiert und ja, traurig. Danke. Ich würde nochmal Anja eine Frage direkt an dich nochmal richten. Du hast dich hier entstummt. Genau, du hast ja vorhin diese Ombudsstelle angesprochen. Es stand ja im letzten Koalitionsvertrag drin von Rot-Grün-Rot, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle für den Bereich Antidiskriminierung geben soll, wo nach meinem Wissen auch der Bereich Inklusion mitgedacht war. Das findet sich jetzt nicht mehr im neuen Koalitionsvertrag. Habt ihr da als Bündnis irgendwie mit der neuen Koalition Kontakt aufgenommen oder habt ihr da neue Informationen zu, was mit dieser unabhängigen Beschwerdestelle passiert ist? Und genau, ich hatte dich entstummt, deswegen hatte ich verstanden, dass du wahrscheinlich eh noch was der gesagten Punkte kommentieren wolltest. Genau, also ich sage ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, dass wir da mit der Koalition dazu in Gespräch werden. Unsere Erfahrung ist aber, dass eine Antidiskriminierungsstelle, die das ganze Spektrum von Diskriminierung macht und die nicht eine spezifische Ansprechstelle ist für Diskriminierung aufgrund von Behinderung, das klappt einfach nicht. Ja? Also dann müsste, wenn innerhalb dieser allgemeinen Antidiskriminierungsstelle
eine spezifische Grundlage geschaffen werden für solche Fragen. Und das geht dann auch wieder in diese Fragestellungen, Verhältnis von Bezirken zu Senat und so weiter, weil wir oft dann mit unseren Konflikten da landen oder halt eben einzelne Schulen schließen Kinder aus. Wie soll sich dann eine Antidiskriminierungsstelle, die das ganze Spektrum abdeckt, wie soll die uns verhelfen? Ich wollte aber auch gerne nochmal auf diese Frage, wie setzen wir das durch mit der Gemeinschaftsschule eingehen. Wir haben da eine interessante Analogie in dem Abschnitt zur Inklusion. Da steht auch, wir bekennen uns zur UN-Behindertenrechtskonvention und wollen die Inklusion an den Berliner Schulen unterstützen. Wie klagen wir das ein? Wie setzen wir das durch? Und qualitativ weiterentwickeln. Wohlgemerkt qualitativ, nicht quantitativ. Auch da sieht man, dass die Koalition dann nicht, da hätte man ja einen Fingerzeig in Richtung mehr Gemeinschaftsschulen machen können. Der ist explizit nicht drin. Genau, und dann steht da, Schulen benötigen mehr Ressourcen, um ihre Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen zu unterstützen. Wie ich das jetzt irgendwie einklagen soll, wo das irgendwie dann konkretisiert ist, das haben wir auch noch nicht gefunden. Und das ist eine der Sachen, die ich eben angesprochen habe, wo ich gesagt habe, da wissen wir noch nicht, was diese Formulierung im Koalitionsvertrag uns wirklich bringen soll. Dann kommt die Referenz auf diese verlässliche Grundausstattung und die hat sich ja eben im Einzelnen kritisiert. Also man sieht da eine gewisse Analogie zwischen diesen Gemeinschaftsschulen-Dingen. Und wir haben halt eben auch, was angeht, ja, dann steht da Unterstützung qualitativ weiterentwickeln. Was wir in verschiedenen Schulen sehen, ist, dass Schulen, die Inklusion machen, als Grundschule, als Sekundarschule, von ihren Bezirken nicht nur nicht unterstützt werden, sondern in dem Moment, wo es um Konflikte geht und die Inklusion geschwächt zu werden droht, dass wir da auch keinen Hebel haben. Also wenn eine ISS in Pankow plötzlich damit konfrontiert ist, zusätzliche Maps aufzustellen, weil Schulplätze fehlen, aber das mit der Inklusion an dieser Schule was macht, dann wird das einfach nicht gehört. Also Quantität geht über Qualität, Bauen geht über Schüler und was die Lehrer und die Schulleitungen damit machen, das ist deren Problem. Und dann wundert man sich, dass sie kündigen. Danke, Anja. Ich sehe Robert noch. Ich würde Robert genau dich noch zulassen. Ich würde noch ganz kurz zwei Sachen ergänzen zur verlässlichen Grundausstattung. Nur falls nicht allen, die hier teilnehmen, klar ist genau, was das ist. Das ist, die Schulen im Grundschulbereich bekommen eine verlässliche Grundausstattung für den Bereich Inklusion. Da geht man von einem fiktiven Anteil von Schülern mit Förderstatus aus und einem tatsächlichen. Und das Problem ist, dass dieser fiktive Anteil einfach deutlich unter der Realität liegt. Das heißt, dadurch, also die Idee dahinter war eben wegzukommen von so einer, sage ich mal, vielleicht manchmal auch stigmatisierenden Diagnostik. Die Idee dahinter kann man ja verstehen. Aber gleichzeitig hat es einfach zu einer massiven Sparmaßnahme geführt. Das ist dieses Prinzip der verlässlichen Grundausstattung, von dem Anja gerade gesprochen hat. Und genau, ich wollte noch ergänzen, weil auch Paul in den Chat geschrieben hat, noch was zu dem Thema Antidiskriminierungsstellen. Es gibt hier verschiedene Antidiskriminierungsstellen. Ich wollte nochmal sagen, es gibt ja derzeit die Stelle bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, die meines Wissens nach derzeit immer noch unbesetzt ist, weil die beiden Leute, die das hatten, das Handtuch geworfen haben aufgrund von vielen Widerständen. Ne? Das waren Saraya Gomez und Dervis Hesalce. Das ist die eine Stelle. Und dann ist hier eine unabhängige Beratungsstelle, die wurde Antidiskriminierungsstelle genannt. Aber soweit ich weiß, war der Bereich Inklusion mitgedacht, sozusagen, zumindest gab es Diskussionen. Gab es Diskussionen genau in diese Richtung, Anja, zu sagen, hey, es gibt den Bereich für, sage ich mal, People of Color oder aus Rassismus und Eigenleute, die aber auch Fachkenntnisse im Bereich Menschen aufgrund von Behinderung. Das war auf jeden Fall mal eine Debatte und das findet sich nicht mehr wieder im Koalitionsvertrag. Das wollte ich nochmal ergänzen. Robert, du hättest dann das inhaltliche Schlusswort für diese Runde und dann würde ich danach wieder an Katja abgeben. Ja, ich wollte nochmal kurz auf die Grundstellen im Gymnasium eingehen, warum ich das für eine Ressourcenverschleuderung halte. Erstens muss man sich in Erinnerung rufen, wie ist es eigentlich gekommen. Berlin hat eine sechszügige Grundschule und dann auf einmal mit den Beamten, die aus Bonn kamen, mit Buschzulage, für die wurden diese fünften und sechsten Klassen an den Gymnasien, die Stärken, eingeführt. Und das ist nicht zurückgefahren worden, sondern soll jetzt weiter gestärkt werden. Warum ist es Ressourcenverschwendung? Jeder dieser Schüler, der in Klasse 5 anfängt, hat einen Schulplatz an der Grundschule. Das heißt, er hat einen Raum, er hat einen Stuhl und er hat einen Lehrer. In dem Moment, wo ich diese Klassen neu einrichte an den Gymnasien, brauche ich mehr Personal und mehr Räume.
Also hier wird im Prinzip auf die Mangelsituation, die wir vom Schulbau haben und vom Personal haben, nicht reagiert. Man müsste sich als Ziel vornehmen, diese Klassen abzuschaffen und das nicht mehr zu machen, damit man mehr Schulplätze hat. Man muss sich einfach vorstellen, ein Gymnasium hat zwei Klassen, eine fünfte, eine sechste. Wären die nicht da, hätte man Platz für zwei zusätzliche siebte. Und wir hätten die Diskussion nicht, dass wir Frequenzen erhöhen müssen, hier in Neukölln mehr Schüler pro Klasse haben, trotz vier Schülern mit emotional-sozialer Entwicklung, mit Förderbedarf und so weiter. Wir werden stärker belastet und dafür wird für eine bestimmte Klientel werden diese Klassen an den Gymnasien aufrechterhalten und sollen nur unangestärkt werden. Danke. Danke, Robert. Dann würde ich sagen, damit hast du natürlich auch schon ein bisschen das Thema Schulplätze eingeleitet und ich fand spannend, dass hier so oft das Thema Qualität versus Quantität rausgekommen ist. Das nehme ich noch mit und freue mich, weiterzugeben an Katja für die letzte Runde. Danke. Der letzte Beitrag war auch wieder die perfekte Überleitung eigentlich für diese letzte Runde. Unsere Gäste hatten wir eingangs schon ganz kurz vorgestellt. Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses und Paul Seidel vom Landesschülerinnenausschuss. Herr Heise, ich würde vielleicht mit Ihnen anfangen, denn in Berlin fehlen gerade nach wie vor mehr als 20.000 Schulplätze. Der neue Staatssekretär Kühne hat jetzt schon mal gesagt, 25.000 sind es aktuell wohl. Und nach dem, was die Senatorin der Presse gegenüber gesagt hat, sind es auch nach wie vor ungefähr 1.600 geflüchtete Kinder, die aktuell gar keinen Schulplatz haben. Letzte Woche war in der Presse auch zu lesen, dass jetzt zum kommenden Schuljahr eine komplette siebte Klasse aus ihrem Heimatbezirk Marzahn-Hellersdorf im Tempelhof Schöneberg unterrichtet wird, weil die Schulplätze vor Ort schlicht und ergreifend nicht vorhanden sind. Das Sofortprogramm, das der Senat vor, ich glaube, inzwischen 4 Wochen beschlossen hat, widmet sich aber nicht etwa diesen Fragen, sondern beschäftigt sich dann mit Themen wie der Reduzierung schulischer Gremiensitzungen zur Entlastung für Lehrkräfte, wie es dann so ganz lapidar heißt. Innerschulische Demokratie wird da also rein als Belastungsfaktor für die vorhandenen Lehrkräfte verstanden. Wie blicken Sie als Wie blicken Sie als Vorsitzende des Landeselternausschusses denn auf die nächsten 3 Jahre? Ja, ich sage auch immer so einen schönen guten Abend. Danke für diese vernichtende Einführung. Macht es gerade nicht leichter. Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Ich hoffe, man kann sie sehen. Ein Punkt sozusagen, der entfallen kann, ist sozusagen meine Vorstellung. Vielleicht noch ergänzend, ich mache das seit 2014 im Landeselternausschuss, seit 2005 insgesamt als Elternvertreter. Wurde neulich darauf hingewiesen, mein erster Bildungssenator war Klaus Böger. Macht es auch nicht einfacher an der Stelle. Und Hashtag Werbeblock, wer ein bisschen mehr über den Lea oder uns als Vorstand wissen möchte, hört mal gerne rein in 2 Podcasts, den Marco Fechner, einer unserer Kollegen oder ehemaligen Kollegen im Landeselternausschuss, mit uns gemeinsam produziert hat. Die Fragestellung war ja auch so ein bisschen in den Koalitionsvertrag und in das Sofortmaßnahmenprogramm hineinzuschauen und ein bisschen zu bewerten. Ich habe mal ein paar Punkte rausgenommen. Gemeinerweise ist Schulbau relativ umfangreich im Koalitionsvertrag, deshalb sind es relativ viele Punkte. Ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie in 5 Minuten mit den anderen 3 Punkten noch unter. Also, Fortführung begonnener erfolgreicher Projekte. Das meint auch die Schulbauoffensive, steht drin im Koalitionsvertrag, sehen wir absolut positiv. Und auch natürlich, dass Schulbaumaßnahmen beschleunigt und logischerweise auch fortgesetzt werden, sehen wir da, ist aber tatsächlich anhaltend mit dem anhaltenden Mangel quasi unvermeidlich, dass das sozusagen ein dringender Bedarf ist, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Auch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel, unter anderem die Verdoppelung der Maßnahmen für die HOVOG, klingt jetzt erstmal wieder furchtbar, gibt es ja auch relativ viel Kritik an diesem Modell, aber da auch hier muss man sagen, insgesamt zum Thema Finanzierung, es ist nicht teurer, weil es die HOVOG macht, es ist nicht teurer, weil es Compartment-Schulen sind, es ist teurer, weil alles teurer geworden sind und das, weil ganz viele Standards, die auf unterschiedlichen Ebenen beschlossen worden sind, Energieverordnung und andere Dinge, in diese Gebäude integriert werden müssen. Also es ist völlig egal, ob es eine Compartment- oder eine Flurschule ist, es wird teurer, egal was ich gerade baue. Es gibt die Überlegung, ÖPP, also öffentlich-private Partnerschaften beim Schulbau einzugehen, haben wir große Fragezeichen mit, weil wir da durchaus unterschiedliche Modelle kennen, die unterschiedlich gut funktioniert haben. Stichwort nochmal zu HOVOG, das ist ÖP, also öffentlich-öffentlich Partnerschaft, weil das HOVOG ein 100%iges Landesunternehmen ist.
Dann gibt es so eine merkwürdige Formulierung, Entwicklung eines flexibel für und verschiedene Schularten nutzbaren Schultyps. Wissen wir noch nicht ganz genau, wo das hinläuft und was das sein soll. Sehen wir momentan nach den Erklärungen, die wir bekommen haben, nicht unbedingt als Angriff auf die Compartment-Schule, sondern schon zu sagen, es muss irgendwas sein, wenn ich einen sinkenden Bedarf habe, sage ich jetzt mal beim Gymnasium oder bei der Grundschule, dass ich das zum Beispiel auch für eine ISS, für eine Gemeinschaftsschule nutzbar machen kann, weil, wie gesagt, diese Musterraumprogramme für die unterschiedlichen Schultypen erstellt worden sind. Was uns aufhorchen lässt, deshalb ein Ausrufezeichen dran, ist die Überprüfung des aktuellen Musterraumprogrammes. Da gibt es immer wieder Angriffe, vor allen Dingen der Finanzverwaltung zu sagen, das ist teuer und ist das sinnvoll und können wir da nicht kürzen und können wir da nicht weniger Fläche reinbringen, weil wir gerade auch beim Thema Inklusion, das sind natürlich Dinge, die Standards sind, die auch miteinander vereinbart wurden. Es gab eine Facharbeitsgruppe Schulraumqualität, die hat ein Ergebnis präsentiert, da ist schon mal gekürzt worden. Wenn man jetzt noch weiter kürzt, glaube ich, begibt man sich wieder in so eine Abwärtsspirale, was Qualitäten betrifft, die wir irgendwann mal festgelegt haben, die auch sehr sinnvoll sind. Und ich bin sehr gespannt auf die ersten Schulbauten, die hier an den Start gehen. Wichtig und ein sehr spannender Punkt ist dieses einheitliche Berichtswesen, was zum Thema Schulbau im Koalitionsvertrag steht. Auch der transparente Schulbaufahrplan, wobei ich hoffe, transparent ist nicht so, dass man durchguckt und nichts sieht, sondern dass da schon nochmal irgendwie irgendwas passiert. Wichtig auch die flexiblen Sondermittel für temporäre Schulbauten bei kurzfristig und unvorhergesehenen Bedarfen. Das hat uns ja in den letzten Jahren doch auch an der einen oder anderen Stelle überrascht, war so in der Bevölkerungsprognose nicht ablesbar, sozusagen die Zuzüge aus krisengeschüttelten und gebeutelten Regionen und Kriegsgebieten. Das Sonderbaurecht, was drin steht, ist ja, hat ja der Bund dankenswerterweise schon mal umgesetzt, sodass auch Schulen und Kitas hier schneller entstehen können, auch für einen entsprechend kürzeren Zeitraum, dass der Denkmalschutz ausbalanciert wird. Auch das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, gerade beim Thema Sanierung. Wir haben so viele denkmalgeschützte Gebäude, da muss man sich schon fragen, will ich die Schule für die nächsten 100 Jahre konservieren oder will ich da irgendwas Frisches, Modernes draus machen, was natürlich auch wieder Geld kostet. Und wichtiger Punkt auch, dass die Schulwegpläne erstellt werden sollen, und zwar außerhalb der BSO-Finanzierung. Auch das kommt in den Bezirken gerade nicht so an, Stichwort Stellen für Fußwegplanende und so weiter. Und wichtiger Punkt auch, Erhöhung der pauschalen Zuweisung im Investitionsprogramm 2023/2027, vor allen Dingen auch für die Bezirke. Und im Sofortprogramm steht sozusagen das auch nochmal als Wiederholung drin, dass man Schulbaumaßnahmen mit einer hohen Priorität versieht und entsprechend da auch Maßnahmen und Maßnahmenzeitpläne erstellen will. Ein schneller Wechsel, Partizipation war auch gefragt, finden wir im Koalitionsvertrag nicht. Also wir verstehen Partizipation an der Stelle nicht als Teilhabe und auch nicht als Elternarbeit, deshalb keine Aussage im Koalitionsvertrag, aber die schon erwähnte Aussage im Sofortprogramm, dass man das Schulgesetz ändern möchte und die generelle Mindestanzahl von Gremiensitzungen im Schulgesetz reduzieren möchte. Das ist dann mal konkretisiert worden auf den Paragraph 116 im Schulgesetz. Das heißt, gewisse Gremien sind ausgenommen, also Schulkonferenz, Gesamtkonferenz, Gesamtelternvertretung. Betroffen wären Fachkonferenzen, Gesamtkonferenzen, alle bezirklichen und Landesgremien. Da sozusagen war der eigentlich aktuelle Diskussionsstand, den wir wahrgenommen haben, dass es dann sich ausschließlich auf Klassen- und Fachkonferenzen reduzieren soll. Im aktuellen Referentenentwurf, der gerade im Umlauf ist, auch im Landesschulbeirat, ist dem nicht Rechnung getragen. Das ist dort nicht wiedergegeben. Also wir als Landeselternausschuss lehnen das klar ab. Thema Noten gibt es auch keine Aussagen, weder im Koalitionsvertrag noch im Sofortprogramm des Berliner Senates. Über die Prüfung haben wir schon gesprochen, Abschaffung der obligatorischen Prüfung für den mittleren Schulabschluss im Gymnasium begrüßen wir als Landeselternausschuss in der Tat. Ist eine langjährige Forderung, die wir haben, aber auch hier mit einem Fragezeichen, weil uns noch nicht so ganz klar ist, was passiert damit. Was soll man als Ersatzleistung vor allen Dingen für die Präsentationsprüfung bekommen? Und auch nochmal Stichwort in Richtung Robert Giese. Wir haben es tatsächlich mal vor Jahren versucht, mit den Schulleitungsverbänden einen Konsens zu finden, wie man dieses Thema MSA auf alle Schulformen ausrollen kann. Es ist uns schlichtweg nicht gelungen. Wir haben das abgebrochen. Vergleichsarbeiten, letzte Frage, steht auch drin, dass man das implementieren möchte, stufenweise jährlich entsprechende standardisierte Verfahren zur Leistungsmessung zu machen. Da habe ich gerade sozusagen ein Zitat der GEW im Ohr: vom vielen Wiegen wird die Sau nicht fett.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich sozusagen der Sau was zu fressen gebe und gucke sozusagen, wird sie fetter, bleibt sie auf dem gleichen Niveau oder nimmt sie sogar ab, kann das an der Stelle helfen. Aber auch was wir hier sehen, ist wirklich die Fragestellung, was passiert, wie wird das entsprechend mit personellen Ressourcen untersetzt, welche Kompetenzen gibt es dafür und wie setzt man das, was aus Schlussfolgerungen daraus entsteht, nämlich tatsächlich um. Da haben wir ja gerade Vera 3 und Vera 8, nehmen wir wahr, wird an den Schulen nicht so genutzt, wie man sich das wünscht. Habe fertig, leider überzogen. Vielen Dank. Paul Seidel wäre unser nächster Gast. Ja, auch an Sie die Frage, wie schauen Sie auf den neuen Koalitionsvertrag? Im alten Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot gab es ja noch einen Absatz zur Möglichkeit, auf Ziffernoten zu verzichten. Davon ist jetzt, wenig überraschend, gar nichts mehr zu lesen. Über die Abschaffung der MSA-Prüfungen haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Da soll es jetzt ja sehr schnell zur Sache gehen. Ne? Also das hatte Franziska Brüsti vorhin schon gesagt, unmittelbar nach der Sommerpause, nach der parlamentarischen Sommerpause, wird es dazu im Bildungsausschuss eine Anhörung geben und dann soll dieser Gesetzentwurf so schnell wie möglich auch durchs Parlament gehen. Stattdessen sind jetzt eben jährliche Vergleichsarbeiten vorgesehen, Einschränkungen im Bereich der Partizipation. Wie positioniert sich der Landesschülerinnenausschuss? Wie blickt ihr nach vorn? Also erstmal nochmal von mir einen guten Abend, glaube ich. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich eingeladen werde. Es würde jetzt die Gefahr geben, dass ich vieles, was Norman Heise gerade gesagt hat, nochmal sage. Deswegen werde ich mich versuchen zu beschränken und die wichtigsten Punkte nochmal, die uns ganz wichtig sind, ausgeprägter darzustellen. Erstmal zu Beginn zum Schulbau blicken, also finden wir es relativ gut natürlich, dass die Schulbauoffensive weitergeführt wird. Wir brauchen aber auch gleichzeitig neue Musterbautypen und die müssen jetzt erarbeitet werden, vor allen Dingen halt für Gemeinschaftsschulen. Dafür gibt es immer noch keinen klaren Musterbautyp. Der war im anderen Koalitionsvertrag meines Wissens nach auch vorgesehen von Rot-Grün-Rot. Vor allen Dingen haben wir ein Problem, dass so wenig gebaut wird, dass gerade darüber debattiert wird, darüber nachgedacht wird, SchülerInnen mit Fluchtgeschichte generell auszulagern, ob man jetzt zum Beispiel eine Containerschule aufs Tempelhofer Feld stellt oder so. Das sehen wir ganz kritisch, einfach aus einer integrationspolitischen Sicht, weil wir uns damit einfach Sprachbarrieren und auch soziale Barrieren ranzüchten künstlich, die wir einfach nicht brauchen in unserer Stadt und vor allen Dingen auch Menschen nicht das Gefühl geben, in eine Gesellschaft inkludierbar zu sein, sondern sie weiterhin quasi von der Zivilbevölkerung weiter abschirmen sozusagen. Zur Partizipation hat Norman Heise schon ganz viel gesagt. Ich fand es ganz spannend, dass im letzten Koalitionsvertrag ja drin stand, ich zitiere, die Koalition wird für alle SchülerInnen konkrete Möglichkeiten der Beteiligung am schulischen Alltag und der Schulorganisation ausbauen sowie zur Teilhabe ermutigen. So ein Satz oder irgendwas in die Richtung zur Teilnahme von Eltern oder SchülerInnen steht nicht mehr im neuen Koalitionsvertrag. Das ist ein totaler Rückschritt und das ist auch für uns als Landesschülervertretung total schwierig, weil wir sinkende Beteiligungszahlen in unseren Gremien verzeichnen. Aber gleichzeitig natürlich die Schülervertretung an sich und die demokratische Teilhabe von SchülerInnen, also der Zielgruppe von Schule, am Schulalltag genauso wichtig bleibt wie vor der neuen Koalition auch. Und deswegen hoffen wir, dass die Koalition trotzdem was in die Richtung auf den Weg bringen wird, sei es jetzt eine Anpassung der Mustergeschäftsordnung generell ein schülerfreundlicheres Umfeld für Gesamtschülervertretung, Bezirksschülervertretung oder vielleicht sogar Gelder für freie Träger, die Schülervertretungen unterstützen, Schülervertretungen quasi auch bei ihrem demokratischen Aufbau mithelfen, sodass halt wirklich jede Schule in Zukunft eine Schülervertretung hat, die autark von der Lehrerinnenschaft der Schule funktioniert und auch selbst Projekte durchführen kann und ihre Interessen auch in der Schulkonferenz sinnvoll umsetzen kann, weil das ist einfach gerade nicht der Fall. Und das ist eine Riesenschande, muss ich sagen. Dann überspringe ich jetzt mal ganz viel, glaube ich, zum Partizipationspunkt, weil Norman Heise schon so viel Tolles gesagt hat. Noten und Prüfungen.
da finden wir es erstmal gut, dass der MSA an Gymnasien abgeschafft wird. Nur die Form macht uns Sorgen, wie das passiert, weil nach der aktuellen Senatsfassung ja auch die Präsentationsprüfung abgeschafft wird. Und das ist einfach also auch nicht cool für die SchülerInnen an den Gymnasien, da denen dann einfach eine wahnsinnige Übung für die fünften Prüfungskomponenten fehlt und auch eine wahnsinnige Erfahrung genommen wird, was erste Schritte, erste Tapselschritte, wenn man so will, ganz wissenschaftlich würde ich das jetzt nicht nennen, aber erste Tapselschritte im wissenschaftlichen Arbeiten betrifft, die ihnen dann dementsprechend genommen werden. Und das ist einfach was, wo wir finden, das darf nicht sein. Und wir müssen zumindest versuchen, wenn wir schon den MSA an Gymnasien abschaffen, die Präsentationsprüfung aufrechtzuerhalten, einfach um die Erfahrung zu ermöglichen. Dann zu den Vergleichsarbeiten finde ich es ein bisschen schwierig, da der MSA ja durchaus auch mit der Argumentation des Korrekturaufwands abgeschafft wird, dass man dann sagt, man möchte gleichzeitig jährliche Vergleichsarbeiten einführen. Das ist widersprüchlich an sich und auch sicherlich keine Maßnahme, die zu weniger Korrekturaufwand führen wird, auch selbst wenn sie digital stattfinden, was ja in der Planung ist und selbst wenn man sie quasi durch ein Computerprogramm auswerten lässt, wird es trotzdem einen Mehraufwand für Lehrkräfte bedeuten, den man eigentlich ja mit der Abschaffung vom MSA im Gymnasium auch unter anderem quasi entgegenwirken wollte und dass man dann wieder sich da auch eine Maßnahme trifft, die dem quasi auch widerspricht, finden wir auch sehr schwierig. Auch weil das natürlich Stress für SchülerInnen bedeutet, der nicht sein muss, der unnötig ist und der abgefedert wird. Die Senatsverwaltung sagt ganz gerne, wenn das Stressargument aufkommt, dass man, dass die SchülerInnen ja gar keinen Stress haben müssten, denn die Arbeiten würden ja nicht benotet. Der Stress bleibt trotzdem, weil sich eine Lehrkraft vorne hinstellt und sagt, so, wir werden euch jetzt vergleichen mit allen SchülerInnen von Berlin und wir werden gucken, wie toll ihr seid und deswegen werdet ihr jetzt mal alles aufschreiben, was ihr wisst. Und das ist schon eine Belastung, die da entstehen kann und ein Stress, der da entstehen kann, der einfach zu dem, zu dem Nutzen, den das Ganze hat, nicht in einem Verhältnis steht, unserer Meinung nach. Und deswegen sprechen wir uns auch gegen die Vergleichsarbeiten aus, die im Koalitionsvertrag gefordert werden, jetzt auch nach der Vorlage umgesetzt werden. Vielleicht sage ich noch mal was zum Generellen, weil ich glaube, vorher... Eine Minute kriege ich noch hin. Also das Generelle schaffe ich in einer Minute. Auch wir kritisieren die Störungskontingente als unsolidarisch, weil die einfach dafür sorgen werden, dass Lehrkräfte abwandern aus den Bezirken mit vielen sozial benachteiligten SchülerInnen in reichere Bezirke. Wir werden eine ganz schlimme Verschiebung sehen von den ISSen und Gemeinschaftsschulen an Gymnasien. Und das ist einfach was abzulehnen ist. Auch das Argument, dass Lehrkräfte dadurch nach Berlin strömen würden, weil sie ja dann selbstgesteuert quasi sich eine Schule aussuchen könnten frei, finden wir, also ist zwar tragfähig, wird aber dadurch total wieder weggenommen, weil sich Lehrkräfte dadurch natürlich eine totalen Mehrbelastung gegenüber sehen, wenn sie eben nicht an einer guten Schule unterrichten, sondern an einer vielleicht nicht so gut angesehenen Schule, wo dann halt Teile des Personals auch die Schule wechseln könnten und Schule wechseln werden jetzt. Dann stört uns auch, dass im gesamten Koalitionsvertrag keine konkreten Maßnahmen festgehalten sind gegen den Lehrkräftemangel. Das hat Hannes schon gesagt, aber es ist vor allen Dingen aus unserer Sicht ein Problem, weil dadurch ja LehramtsbewerberInnen abgeschreckt werden. Ich nehme jetzt vielleicht mal mich als Beispiel. Ich mache ja nächstes Jahr mein Abitur. Und ich hätte mir überlegt, Lehrkraft zu werden. Ich werde es mir jetzt zweimal überlegen, weil ich einfach nicht sehe, dass aus dieser Belastungssituation für Lehrkräfte irgendwie eine Perspektive rausführt, die ich dann noch in meiner politischen Karriere oder in meiner beruflichen Karriere sozusagen irgendwann mal erleben darf, also in den nächsten 40 Jahren. Und das ist einfach ein Zukunftsbild, eine Perspektive, die man so einfach Menschen, die in dem Beruf arbeiten wollen, vielleicht sogar, nicht geben darf, um weitere Entwicklungen in dem Bereich nicht zu verhindern. Und das ist auch was ganz schwierig ist. Da muss zumindest kommunikativ etwas angepasst werden, weil so geht es nicht weiter. Ja, ich glaube, dann habe ich es doch ganz gut geschafft, oder? Zeitlich ja, aber das Fazit war natürlich verheerend.
was auch auf das zutrifft. Und das wäre jetzt die Überleitung vielleicht nochmal zu Franzi, was man bisher über den Stand der Haushaltsverhandlungen hört. Denn also die Aufhebung der Steuerung und damit verbundene Ungerechtigkeiten, Verstärkung von Ungerechtigkeiten zwischen verschiedenen Schulformen, hatte Paul Seidel jetzt gerade schon angesprochen. Norman Heise hatte großartigerweise die verschiedenen Punkte aufgeführt, die im Koalitionsvertrag drinstehen zum Ausbau eigentlich im Bereich Schulbau, ne? Also wo überall mehr Geld ins Spiel kommt für den Schulbau. Gerade heute erreichten uns aber zum Beispiel Nachrichten aus Marzahn-Hellersdorf, dass es wohl auch in diesem Jahr wieder zu umfangreichen Verschiebungen von Baumaßnahmen kommen wird. Was alles schon wieder so ein bisschen klingt wie ein Jahr zurück, als wenn wir jetzt die Debatte vom letzten Sommer nochmal von vorn anfangen und dass von einer Aufstockung von Mitteln da anscheinend noch nichts zu merken ist. Mit was für einem Gefühl, Franzi, gehst du denn jetzt in die Haushaltsverhandlungen? Also während wir hier tagen, wird ja auch in Neukölln vorm Rathaus noch protestiert gegen die Einsparungen, die dort bereits angekündigt wurden, aufgrund der deutlichen Einschnitte bei der Bezirksfinanzierung. Was kommt da auf uns zu? Ja, ich versuche das mal zusammenzutragen, was wir schon wissen. Also Norman Heise hatte ja auch gesagt, er findet gut, dass angekündigt ist, dass die Investitionsplanung 23 bis 27 dann auch aufgestockt werden soll. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen, sondern wir werden einen Sparhaushalt haben. Und das zeichnet sich ja jetzt auch schon ab. Also die Investitionsplanung, die jetzt auch so sozusagen diskutiert wird, auch im Zuge der Haushaltsberatung, wird wahrscheinlich sehr, sehr gering ausfallen, also deutlich geringer als noch letztes Jahr. Und das ist natürlich verheerend. Also diese Verdopplung der HOVOG-Mittel, die angestrebt ist, es wäre super, wenn es so weit kommt, aber ich glaube, das ist nicht realistisch mit Blick auf die ersten Vorboten bezüglich des Doppelhaushaltes 24-25, der auf uns zukommt. Und es ist so, dass in den Bezirken, weil die machen ja zuerst die Haushalte auch, also die Bezirkshaushalte werden ja auch zuerst mitverhandelt, da ist es ja so, dass da Einsparungen im Umfang von 250 Millionen angedacht waren, dass da jetzt so ein bisschen zurückgerudert wurde, ja, vielleicht gibt es noch mal 100 Millionen, aber das würde eben auch ein Loch von 150 Millionen bedeuten. Und um das zu wissen, also in den Bezirken ist es ja so, dass die Pflichtaufgaben ungefähr einen Umfang von 80% haben. Das heißt, diese sogenannten freiwilligen Aufgaben und sehr wichtigen Aufgaben wie Jugendarbeit oder Kultur umfassen nur ein ganz, ganz kleines Budget. Und da wird dann auch gekürzt, weil diese Pflichtaufgaben, da kann nicht gekürzt werden. Das heißt, alle Kürzungen, auch wenn das dann 150 Millionen sein sollten in den Bezirken, wird sich direkt auch auf Jugendangebote vor Ort, Straßensozialarbeit zum Beispiel auch beziehen oder eben auch Angebote, Nachmittagsangebote, die im Bezirk nochmal zusätzlich geschaffen werden, Suchtberatung und so weiter, Jugendberufsagentur, die aufsuchende Beratung, all das ist eben auch in den Bezirken finanziert. Das heißt, das wäre verheerend, insbesondere auch, weil die CDU damit Wahlkampf gemacht hat, ihr erinnert euch, mit der Maxime, Angriffe auf Einsatzkräfte, das geht ja gar nicht von der jungen Generation. Und da wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket diskutiert. Und jetzt wird es faktisch zu diesen Einsparungen kommen. Und da wird es wahrscheinlich auch bei der Jugendarbeit, bei den Jugendfreizeiteinrichtungen weniger Mittel geben. Und die Jugendfreizeiteinrichtungen hatten sowieso schon sehr geringe Mittel, zum Beispiel auch für Investition und Sanierung. Und was noch dazu kommt, ist die personelle Situation, dass es Zuwendungsempfangende oft auch sind, die so Projekte anbieten, wo es keinen Aufwuchs geben wird oder wenig Aufwuchs und wo das dann faktisch auch eine Kürzung bedeutet angesichts der Inflation. Das heißt, das sind verheerende Signale. Wir haben den Haushalt noch nicht bekommen. Der wird sozusagen im August vorgelegt und da werden wir euch natürlich gleich informieren. Aber es zeichnet sich schon ab, dass auch beim Thema Schulbau, aber eben auch in den Bezirken, auch Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit, aus meiner Sicht ist es unvermeidlich sozusagen, dass es hier auch zu Leistungsreduzierungen kommt, wenn wirklich dieser Umfang des Haushaltes so umgesetzt wird, wie die Koalition das anstrebt. Wir als Rot-Grün-Rot haben immer gesagt, wir wollen investieren in Bildung und wir sind bereit, dann auch zum Beispiel weniger Geld für die Tilgung auszugeben, Schuldentilgung, und wir sind bereit, auch Kredite aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass wenn in der Bildung gespart wird, wir hatten vorhin das Thema Fachkräftemangel, wir haben das Thema Schulplatzmangel, wo noch 1.600 Kinder aktuell keinen Schulplatz haben, sondern nur sogenannte tagesstrukturierende Angebote, wo es dann ein bisschen Betreuung gibt. Das ist kein Bildungsangebot.
da müssen wir unsere Standards, glaube ich, trotz der schwierigen Situation, dass das nicht einfach ist, weiß ich alles. Ich weiß auch, dass die Bezirke da sehr unter Druck sind. Aber wir dürfen diese Standards nicht preisgeben. Und das heißt eben auch, dass wir investieren müssen in Bildung und hier nicht kürzen dürfen. Und ich hoffe, dass die vielen Initiativen, also ihr alle seid ja auch in unterschiedlichen Strukturen, Landeselternausschuss, SchülerInnenausschuss, Schule muss anders, Bündnis für Inklusion und viele weitere, die auch für gute Bildung kämpfen, dass wir hier gemeinsam auch diese Haushaltsberatung gut vorbereiten. Weil dieser Kahlschlag, der wäre verheerend und der würde bedeuten, dass die Chancen für die Kinder und Jugendlichen auf Jahre weiter eingeschränkt sein werden. Und dass Inklusion und andere wichtige Dinge, also Integration, Sprachbildung, demokratische Schule und so weiter, dass das unter Druck gerät und gar nicht mehr umgesetzt werden kann. Das wäre fatal. Also von daher nicht an der Bildung sparen und dafür müssen wir sorgen, egal ob in der Opposition oder Koalition, da müssen wir gemeinsam für kämpfen. Vielen Dank. Es gab jetzt nochmal eine sehr konkrete Nachfrage zum Thema Schulbau, womit wir ja eingestiegen sind in diesem letzten Block. Und zwar konkret eigentlich auch zur Verbindung zur Inklusion. Und zwar hatte Anne Köhne nochmal eine Frage zu den Maps. Vielleicht magst du die auch einfach kurz selber stellen. Vielleicht kannst du das dann nochmal ein bisschen besser erklären, als wenn ich jetzt die lange Frage nur vorlese. Ja, also es geht einfach darum, die Map, also es werden ja jetzt Schulplätze geschaffen als Maps, als Notlösung. Und dann wird so getan, als würde das mit den Schulen, wo diese Dinger landen, nichts machen. Also ich rede jetzt gar nicht über den Platz, der dadurch weggeht, sondern das bedeutet ja für die Schulen und die Lehrer mehr Arbeit. Es müssen neue Lehrer gefunden werden, keine Garantie, dass sie kommen. Die müssen integriert werden. Bei unserer Schule muss auch das Konzept angepasst werden, weil wir doppelgleisig fahren. Wir kriegen einen Zinsbezug. Das Ganze passiert hoppladihopp. Und das heißt, an der Stelle erschlägt Quantität. Also nicht so ein bisschen, sondern die Maps landen wirklich wie so ein Stein, der in die Schule reingeworfen wird. Und dann bricht die daran alles. Egal, wir haben ja mehr Plätze. Und da frage ich mich, ob es da nicht auch mehr Begleitverfahren geben muss, dass in dieser Transition, dieser Wachstumsphasen, die Schulen besser abgesichert sind. Und gerade für die inklusiven Schulen ist das natürlich ein Problem. Ja, wenn dann plötzlich, die brauchen ja dann noch mal mehr Sonderpädagogen. Und, genau, und da ist die Frage, was seht ihr da als Lösungsmöglichkeiten? Geht ja nicht darum, die Maps abzuwehren. Wir brauchen ja mehr Plätze, aber wie macht man es besser? Franzi, du nix? Möchtest du reagieren? Ja, also du hast es ja auch schon angesprochen. Das ist eine Notmaßnahme, dass wir Maps errichten. Das haben wir schon unter Rot-Grün-Rot gemacht. Und das ist natürlich einfach innerhalb von 9 Monaten einen modularen Ergänzungsbau aufs Schulgelände zu stellen. Du hast recht, dass das pädagogische Konzept oft unter Druck gerät, wenn eben Schulen erweitert werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass jahrelang verschlafen worden ist, frühzeitig eine Schulplatzentwicklung abzubilden. Also wir haben sozusagen auch aus den Monitorgesprächen mit den Bezirken, wir haben sehr viele Wohnungsbauprojekte, wo nicht entsprechend vorgesorgt worden ist für entsprechende Schulplätze. Und dieses Manko erleben wir jetzt in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, aber auch anderen Bezirken massiv, so dass die Kinder sehr weit fahren müssen, insbesondere im Übergang in Klasse 7, weil es nicht genug Schulplätze gibt und ein sehr hoher Leistungsdruck auch auf den Kindern lastet, weil eben sozusagen im Moment die Vergabe der Schulplätze auch 60% über die Durchschnittsnote erfolgt. Das heißt, die Kinder, die, sage ich mal, auch nicht so gute Durchschnittsnoten haben, sind oft gezwungen, dann auch noch mal weiter zu fahren. Und das ist auch eine soziale Frage. Aber du hast völlig recht, dass diese Begleitmaßnahmen sehr, sehr wichtig sind. Schulentwicklung ist nicht nur Quantität, sondern oft ist es so, dass Jühl zum Beispiel durch den Personalmangel auch abgeschafft wird, dass dann übergegangen wird in die altershomogenen Klassen, weil man sagt, wir schaffen es gar nicht mehr anders. Sozusagen, wir schaffen gar nicht mehr, gute reformpädagogische Konzepte umzusetzen mit dieser Mangelsituation, mit dieser Drucksituation. Das heißt, du hast völlig recht, dass das eigentlich eine sehr, sehr schwierige Lage ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es Kinder gibt, die vor kurzem erst hier angekommen sind bei uns, die monatelang
monatelang bis jahrelang auf einen Schulplatz warten und keinen erhalten und nur betreut werden und gar kein Angebot haben, keinen Ganztag, keine Freundinnen finden, die Sprache nicht gut lernen können. Und das ist verheerend. Das heißt, wir sind hier sozusagen so ein bisschen zwischen zwei Polen. Aber du hast völlig recht, dass das nicht der Schulbau der Zukunft ist, sondern der Schulbau der Zukunft sind die Compartment-Schulen, ist Schulneubau, ist, sind Lernhäuser, ist eine gute, ist ein guter Standard, also Musterraumprogramm, wie Herr Heise es angesprochen hat. Das sind pädagogische Räumlichkeiten, die gute pädagogische Arbeit ermöglichen, wo auch Lehrkräfte gerne lernen oder pädagogisches Personal gerne lehrt. Und das ist die Schule der Zukunft, die wir ausbauen müssen frühzeitig und das stärken müssen, dass wir hier auch in die Schulbauplanung gehen und in die Beschleunigung gehen. Also von daher ist es richtig, wir sind in einer Mangelsituation und das hat verheerende Auswirkungen. Herr Heise meldet sich noch dazu. Entschuldigung, aber bei Notmaßnahmen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir haben diese Notmaßnahme über 80 Mal in die Stadt reingestempelt gerade. Und der überwiegende Anteil von Schulplätzen gerade entsteht über modulare Ergänzungsbauten, also das, wofür die Abkürzung MEP steht. Das ist natürlich ein Punkt. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben gerade über 25.000 fehlende Schulplätze. Das heißt nicht, dass 25.000 Schülerinnen und Schüler irgendwo auf der Straße stehen und warten, dass irgendwo ein Platz frei wird, sondern die sind einfach verdichtet in den Schulen. Und da sorgt tatsächlich in den Schulen jedes Gebäude, was irgendwie in der Nähe der Schule oder auf dem Schulhof entsteht, schon für ein Stück weit Entlastung. Beziehungsweise auch was die Übergänge betrifft, die wir auch gerade schon mehrfach angesprochen haben. Was ein bisschen schade ist in der Tat, ist, dass es sich mittlerweile so ein bisschen in den Schulgemeinschaften so eine Mentalität etabliert, ich wohl mal in not in my backyard, also nicht in meinem Hinterhof. Also ich finde es wichtig, dass Schulplätze entstehen, aber bitte nicht an meiner Schule. Das ist super schwierig, gerade wenn es in Bezirken der Fall ist, wo die Plätze gerade eng sind, wo eben Schülerinnen und Schüler teilweise wie in Lichtenberg über 90 Minuten einfachen Weg fahren müssen, um ihre zugewiesene Schule zu erreichen. Da ist es sozusagen schwierig. Aber die Frage, die ja auch steckte, wo kommen die Lehrkräfte her? Dieselbe Frage kann ich für die drei Schulen stellen, Neubauschulen, die für das kommende Schuljahr an den Start gehen. Irgendwoher müssen sie kommen, in der Tat. Mit den Schulleitungen, mit denen wir uns bisher austauschen durften, die starten ja auch nicht gleich alle vollzählig. Also werden komplett belegt, also wachsen langsam auf. Die haben offensichtlich wenig Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden, weil diese Schulen tatsächlich ziehen. Und bei dem MEP muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn man sich da mit den Schulgemeinschaften unterhält, die in stark sanierungsbedürftigen Gebäuden oder alten Gebäuden einfach unterwegs sind, für die ist so ein MEP wie Luxus. Da wechselt man sozusagen von der einen Schule, wo man schon das Gefühl hat, oh Gott, hoffentlich fällt mir das Fenster nicht auf dem Kopf, rüber in den MEP und denkt, oh Gott, eine völlig andere Welt, vielleicht 30, 40, 50 Meter im Idealfall von der Schule entfernt, wobei wir auch gerade MEPs schon haben, die in 1,5 Kilometer Entfernung vom Hauptstandort entstehen. Und das ist sozusagen der Punkt, auf den wir gerade abstellen, dass diese ganzen modularen Ergänzungsbauten auch flexibilisiert werden müssen, weil sie entstehen ohne Fachräume. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Schulstandort habe, der 1,5 Kilometer entfernt ist, dann kann ich den schlecht betreiben, wenn ich keine Fachräume habe und die Schülerinnen und Schüler dann und mit den Lehrkräften zusammen 1,5 Kilometer immer pendeln müssen und das in idealerweise vielleicht noch im Schulalltag und durch diese fehlenden Fachunterrichtsräume, das geht ja auch zulasten des Bestandsgebäudes. Ne? Also wenn ich plötzlich 150 Schüler mehr habe an meinem Standort, aber nur sozusagen in Anführungszeichen zwei Chemie, Kunst, was auch immer Seele habe, dann bekomme ich das im Stundenplan ja auch nicht immer so abgebildet, wie ich mir das wünschen würde, um auch wirklich Fachunterricht machen zu können. Also ja, lösen Probleme, schaffen neue. Frau Seidel meldet sich noch. Ja, Norman hat es schon kurz angesprochen. Es gibt keine Fachräume in den MEPs und die sind dann halt dadurch nicht so richtig geeignet, um wirklich das Schulgebäude auch langfristig zu ersetzen oder auch während einer Bauphase sozusagen ein Schulgebäude zu ersetzen, wenn eins wegfällt zum Beispiel. Was ich vielleicht mich immer frage, wenn ich von den MEPs höre oder wenn ich ein neues MEP sehe, was irgendwo gebaut wurde, dann sehe ich dieses Gebäude an und denke, dieses Gebäude ist jetzt für 40 Jahre ausgelegt, teilweise, das sind die MEPs. Und warum hat man das nicht gleich so gebaut, dass es auch 40 Jahre lang hält und 40 Jahre lang zielorientiert auch die Schule beherbergen kann? Das bedeutet,
Warum sind da denn eigentlich keine Fachräume drin, beziehungsweise zumindest für die Räume, für die es realisierbar ist? Bei Chemie zum Beispiel ist es schwierig, aber Kunsträume zum Beispiel sind schwierig. Warum gibt es keine Compartmentbauweise auch bei Maps? Das lässt sich auch mit Containern, mit einer Containerbauweise realisieren. Warum schaffen wir es nicht so, dass die Maps dann auch langfristig für diesen Zeitraum, für den sie dann teilweise auch genutzt werden müssen, nutzbar sind? Und das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Denkanstoß, der eigentlich auch immer mitgedacht werden muss, wenn so ein Map hingestellt wird. Franzi. Ich wollte nur kurz ergänzen zu diesem Punkt noch, dass es ja die Holzmaps gibt. Da gibt es ja auch diese Produktionsstätte, ich glaube in Treptow-Köpenick, und auch schon einige Holzmaps, die fertig sind, die auch nachhaltig gestaltet sind und die wirklich eine tolle Atmosphäre bieten. Und auch wenn das nicht ideal ist, wenn man ein Schulgelände hat, wo man dann quasi ein neues Gebäude ergänzt, ist es so, dass diese Standards, also Herr Heiser hat es ja auch ausgeführt, schon dazu beitragen. Uns als Linke war immer sehr wichtig, dass zum Beispiel auch das Thema Mensa mitgedacht ist. Und das Mensenbauprogramm wird gar nicht mehr erwähnt. Wir hatten dafür auch Mittel erkämpft im Haushalt. Und da gibt es überhaupt keinen Anlass mehr. Wir hatten ja auch das kostenfreie Mittagessen in der Grundschule sozusagen verbunden. Dass klar ist, es braucht auch Räumlichkeiten, ausreichende Mensa-Kapazitäten an den Schulen, sodass das Essen auch gut eingenommen werden kann und dass das nicht eine Massenabfertigung ist. Und deswegen auch der Mensenbau sozusagen, das finden wir ein bisschen schade, dass das sozusagen einfach rausgefallen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, wir sind in einer Phase, wo wir froh sind, also Stichwort Oberseeschule auch in Lichtenberg, wenn wir noch die Möglichkeit finden, Kapazitäten zu erweitern. Und das ist ja auch schön für die Kinder, wenn sie wohnortnah, insbesondere in der Grundschule, beschult werden können und nicht mit dem Schulbus irgendwo hingefahren werden müssen. Und das stimmt, dass das eine sehr schwierige Debatte ist, wenn dann Eltern sagen, nein, wir stellen uns generell sozusagen gegen Schulerweiterung und das eigentlich auch die Geschwisterkinder der Kinder betrifft, die dann an der Schule sind. Also diese sozusagen Auseinandersetzungen vor Ort sind sehr sensibel und ich verstehe sozusagen auch die Menschen vor Ort, die sagen auch, das ist so eine schöne Freifläche und so weiter, aber die Kinder haben ja auch ein Recht auf den Schulplatz, das ist eben die andere Perspektive und das ist natürlich schön, wenn dann auch Fachräumlichkeiten und so weiter entsteht. Und beim Stichwort Personal, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Es gibt ganz viele kurzfristige Maßnahmen, wo wir nochmal Kolleginnen gewinnen können. Stichwort multiprofessionelle Teams. Aber es führt nichts daran vorbei, dass wir ausreichend bedarfsdeckend ausbilden müssen. Und deswegen brauchen wir die Ausbildungsoffensive und deswegen brauchen wir die Hochschulverträge. Und wir müssen da wirklich drum kämpfen jetzt an der Stelle und da auch sozusagen nochmal Druck machen, dass die Gelder eingestellt werden und nicht ein Kahlschlag passiert. Weil wenn diese Lehrkräfteausbildung hier an dieser Stelle nicht stattfindet, dann müssen wir über ganz viele Dinge gar nicht mehr reden, weil wir sie gar nicht mehr umsetzen können. Und das wäre fatal, insbesondere für die Kinder, die aus Haushalten kommen, wo eben ein besonderer Förderbedarf, eine besondere Unterstützung auch nötig ist und wo die Schule wirklich eine inklusive Funktion hat. Genau, wollte ich nur sagen, dass wir darum kämpfen müssen, jetzt in den Hochschulverträgen nach der Sommerpause. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr und glaube, dass das auch ein gutes Schlusswort ist, zu sagen, wir müssen weiter darum kämpfen. Also wir müssen um die Hochschulverträge kämpfen und wir müssen um diese Lehrkräfte, den Ausbau der Lehrkraftausbildungskapazitäten kämpfen. Wir müssen aber auch in den Haushaltsverhandlungen gemeinsam weiterkämpfen. Das hast du vorhin ja auch schon mal ziemlich ausführlich dargestellt, was da zu erwarten ist. Insofern werden wir uns wahrscheinlich auch in nicht allzu ferner Zeit wiedersehen müssen, denn in diesem Herbst werden da zentrale Weichen gestellt. Ich würde an Philipp nochmal übergeben für den Abschluss. Dankeschön, Katja. Wenn jetzt erwartet, dass ich in den verbleibenden Minuten noch einfach alles, was heute diskutiert worden ist, zusammenfasse, nein, das werde ich nicht machen. Ich glaube, das wäre auch eine Überforderung. Ich will aber nochmal den Faden von Katja aufnehmen. Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die mitdiskutiert haben, die Fragen gestellt haben, die zugehört haben. Ich finde es auch total schön, weiter in diesem Austausch zu bleiben. Und Katja hat es ja gerade schon gesagt, dass die eine Sache, die ansteht, sind eben die Hochschulvertragsverhandlungen. Und dafür würde ich nochmal werben. Das ist ja immer so ein bisschen sperriges Thema. Manche sagen auch sehr unsexy. Es ist aber sehr wichtig, weil die Weichen gestellt werden. Und gerade durch den Wechsel in der Hausspitze, glaube ich, werden alle Initiativen, die hier vertreten sind, das Thema auch in der einen oder anderen Weise begleiten.
Das andere ist, was Katja gesagt hat, ich durfte irgendwie, ich bin ja, beschäftige mich auch schon länger mit Bildung, durfte dann irgendwie auch lernen, dass Bildung das eine ist und der Haushalt das andere. Das heißt, es gibt die Idee, am 13.09. eine weitere Online-Veranstaltung zum Thema Haushalt zu machen. Genau, das wird dann nochmal rumgeschickt werden. Das heißt, wenn Sie ihr daran Interesse habt, seid ihr herzlich eingeladen, am 13.09. daran teilzunehmen. Das heißt, Schwerpunkt nicht Haushaltsverhandlung allgemein, sondern ganz klar mit dem Thema, was passiert da eigentlich gerade in Bezug zu Bildung. Das wollte ich sagen. Und das andere ist natürlich die Frage, wie bleibt man auf dem Laufenden? Und da wollte ich sagen, dass es einen Bildungsnewsletter von Franziska Brichzi gibt, auf dem ihr euch sehr gerne anmelden könnt. Da würde ich den Link einfach hier nochmal reinposten. Das heißt, wenn ihr euch da anmeldet, genau, der geht, glaube ich, derzeit einmal monatlich raus, wenn es mehr, es gibt dann auch eine Sommerpause, aber das heißt, da gibt es wichtige Infos und vor allem Einladungen zu Veranstaltungen, tragt euch da gerne ein. Und ansonsten würde ich, glaube ich, nochmal an die anwesende Journalistin sagen, genau, wenn Sie noch Nachfragen im Nachgang haben oder so, die Kontakte hatten Sie ja bekannt, melden Sie sich dann sicherlich gerne nochmal bei Frau Brichzi, wenn es da nochmal Nachfragen gibt. Und ansonsten wäre mir eigentlich nur zu sagen, ich finde es schön, dass wir so einen sehr fruchtbaren Austausch hatten. Ich fand auch ein paar Punkte nochmal sehr spannend, die ich auch mitnehme. Ich finde gerade diese Qualitäts- und Quantitätsdebatte ist, glaube ich, eine Sache, die uns auch in dieser Stadt noch weiter beschäftigen wird. Das ist ja von verschiedenen Seiten deutlich geworden. Auch der Landeselternausschuss hat eben die Forderung, die Frau Brichzi vorhin erwähnt hat, nochmal zu gucken, das Thema Stundentafel in einem runden Tisch oder in einer Form als Stadtgesellschaft anzugehen, weil wir in dieser Mangelsituation sind. Und auch Anja Köhner hat ja gesagt, hey, wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit Mangel, mit Quantität, und da bleibt die Qualität dann manchmal auf der Strecke. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die genau, die uns noch weiter beschäftigen wird, auch in weiteren Runden. Ich würde dann einfach sagen, ich weiß nicht, ob Franziska, wolltest du noch was sagen, sozusagen als Einladende, das hatten wir gar nicht abgesprochen, dann würde ich nochmal an dich übergeben. Und ansonsten freue ich mich, dass wir heute mit so viel Input durchgekommen sind und auch noch in der Zeit geblieben sind. Ja, ich wollte mich ganz herzlich bei euch und bei Ihnen bedanken für die tolle Runde, weil auch ich habe wieder gute Dinge mitgenommen, die wir weiter verfolgen müssen. Vielen herzlichen Dank für den tollen Austausch und dass ihr und Sie dazu bereit waren, dass wir auch diese bildungspolitischen Themen gemeinsam weiter bearbeiten. Genau, Dankeschön, und ich wünsche euch und Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.